Nein. Schnelle Titel. Egal, wir machen jetzt weiter. Alles gut, wir machen jetzt weiter. So, setzt euch hin. Oder sollte er? Nein. We should wait or? Okay. I have. Yeah. Wo wir waren? Where you have been? Wir waren gerade bei Jesus mit Maria, mit der Tochter, Schwester von Dings. Jetzt habt ihr gefragt, ja, wenn ihr heutzutage eine Partnerin habt, ein Date habt, wer bezahlt? Wer bezahlt fürs Essen? Also, wo Video ab und dem Julian. Jesus. Thank you. Okay. Okay. We continue. Können wir weitermachen? Finally, this woman, her expression was, she did this very arrogant man. Schlussendlich war der Eindruck, den diese Frau von Jesus gewonnen hat, dass er arrogant ist, ich-bezogen. Because he don't want any compromise. Denn er war auch nicht bereit, irgendeinen Kompromiss einzugehen. He want. Er wollte zwar. I follow God and you follow me. Denn er sagte, ich folge Gott und du folgst mir. No compromise. Hier gibt es keine Kompromisse. Which woman want to live with such a man? Welche Frau möchte mit so einem Mann zusammenleben? Tell me honestly. Sei doch mal ehrlich. Don't have a blind love, not to have solidarity, we live in realistic world actually. Habt keine blinde Liebe. Tut euch nicht in falscher Solidarität oder leeren Lippenbekenntnissen. Seid ehrlich und lebt in der Realität. Wer hätte darauf schon Lust? Many time I say to Jesus, you are the greatest religion in the world. Viele Male sagte ich zu Jesus, du hast die größte Religion der Welt. And Jesus says, so what? Und Jesus sagt zu mir, ja und? So what? Was soll ich damit? I know the bitter truth. Denn ich kenne die bittere Wahrheit. When I was living. Als ich gelebt habe. So he's very realistic man. Jesus ist ein sehr realistischer Mann. He don't live in a dream world. Er lebt in keinem Luftschloss. Yes. He told me. Er sagt das zu mir. If I would be today. Will ich heute leben? Ganz ehrlich. With physical body. Mit einem physischen Körper. I come from Palestine. Ich komme aus Palästina. Not even one woman will marry with me. Es würde nicht mal eine Frau geben, die mich heiraten wollen würde. I would have a problem to enter even Germany. Ich hatte Probleme, selbst Deutschland zu betreten. Yes. I don't know how many times I will be kicked out. Ich weiß nicht, wie viele Male mich die Leute abgeschoben hätten. Yes. And if I find one woman for me? Und wenn ich eine Frau für mich finde? Think about, imagine I'm Palestine. Stellt euch das mal vor, ein Palästinenser. Schwarze Haare. Schwarze Haare, schwarzer Bart, schwarze Augen. Not looking good. Sieht nicht gut aus. Today they make Jesus blond man. Heute machen sie aus Jesus einen blonden, großgebauten Mann. They're making him very beautiful. Sie machen ihn unglaublich schön.
Yeah, now he's beautiful. His spirit is beautiful. Ja, sein Geist ist wunderschön. But realistic. Aber sein physischer Körper realistisch. But not a beautiful man. Er war kein schöner Mann. Er kam aus den ärmsten Umständen. He say he's wonder that so many people came, so many gone, and you are continuing. Und er sagte zu mir: Ich wundere mich. Es kamen so viele Leute bei dir und genauso viele sind wieder gegangen. Wieso machst du weiter? You don't understand. Das macht keinen Sinn. I lost my 12 member. Ich habe meine 12 Mitglieder verloren. Whole inspiration was struggling. Auch meine ganze Inspiration ist zusammengebrochen. In the end, who left? Und wer war am Ende noch übrig? Last member. Das letzte Mitglied. You know Bible. Who was last member? Ich kenne die Bibel. Wer war das letzte Mitglied? Who was? Thomas. No. Nein. Who was the last member? Wer war das letzte Mitglied? The last member after one. Left, Jesus. All 11 left, only one left. Who was this member? No. No. The one who left behind. Judah left, Jesus. 11 left, one left. And he say, Peter. Ah, das meinst du. Peter said, Jesus. Petrus sagte mal zu Jesus. I love you, I'm still here. Jesus, ich liebe dich, ich bin immer noch hier. What answer Jesus gave him? Was für eine Antwort hat Jesus ihm gegeben? Das war Judah. No. This moment he says something. What you say? Ich muss das Mikrofon anmachen. Achso. Die Unterhaltung zwischen Jesus und Petrus hat doch so geendet, dass Jesus nachher zu Petrus gesagt hat, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Das kommt später. Das kommt aber später. Das war der letzte Jünger. Nee, aber er hat gefragt, was hat Jesus zuerst gesagt? Petrus sagt, Jesus, ich liebe dich so sehr, ich bin noch hier. I'm immer noch da. Ich bin immer noch da. I'm still there. Ich bin immer noch da. I'm here. Ich bin hier. Was war Jesus' direkte Antwort darauf? Yes. Oh, wow. Du kannst mich auch verlassen. You can go too. Verschwinde. You're not doing me any favor. Mir tust du damit keinen Gefallen. Later he said, the henna. Später hat er das dann gesagt. Denied three times. Because he was saying, I love you, I love you, I love you. Weil Petrus darauf so sehr bestanden hat, er gesagt, ich liebe dich, ich liebe dich. Aber dann hat Jesus gesagt, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Then he said, but first he said, look. Er sagte zuerst, schau. Everybody left, I'm still there. Jeder hat dich verlassen, aber ich bin immer noch da. Jesus said, you're not doing me a favor. Aber Jesus meinte, du tust mir damit keinen Gefallen. You can go too. Auch du kannst gehen. Yeah, but I love you. Aber ich liebe dich doch, Jesus. I love you. Ich liebe dich doch, Jesus. I love you. Ich liebe dich. And then he got more angry, Jesus. Und dann wurde Jesus wütender. Because he saw a vision. Denn er sah eine Vision. This woman say, I would not follow you, but you came in my dream. Diese Frau sagte zu mir gerade eben, ich wäre dir nicht gefolgt, aber du kamst zu mir in meinen Träumen. Now who was in her dream? Wer war in ihren Träumen? I. Ich. Tell me honest. Seid ehrlich. Gott. Gott selbst war dort. Took my form. Er nahm meine Form. I cannot be any place. Ich kann nicht an irgendeinem Ort sein. Thousand members say,
You came in my dreams. You changed my life. Tausende Mitglieder kamen zu mir und sagen, du bist in meinen Traum gekommen, du hast mein Leben verändert. No. Nein. I remember what God said. Ich erinnere mich daran, was Gott gesagt hat. I will take your form and I will go to them. Er sagte, ich werde deine Form nehmen und zu ihnen gehen. Yes. One night, 2 o'clock prayer. In einer Nacht, 2 Uhr nachts beim Gebet. I came to Simon. Simon. Yes. Bei einer Nacht, I talked to him. In einer Nacht um 2 Uhr nachts kam ich, also meine Form, zu Simon. Und ich habe mit er hat mit dieser Form gesprochen. We talk. Wir haben geredet. When I say to him again, went to my room, he started crying actually. Und als ich dann zurück in meinen Raum gegangen bin, hat er angefangen zu weinen. You came to know that was not my papa. Ja, sondern Gott. You have... Because when he took me in the arm, I felt such everlasting springtime and happiness and joy, which I never felt before. Mm. And God then I realized in the next moment you disappeared, but then I knew this was God. Mm. Ja, weil ich in diesem Moment, als er mich umarmt hat, immer werdenden Frühling und das schönste Gefühl, was ich noch nie auf Erden gefühlt habe. Und dann, als er weg war, habe ich gemerkt, das war nur Gott in der Form von Sahe. And he asked me, I said, no, I did not came to you. Er hat mich gefragt, aber ich habe gesagt, nein, ich bin nicht zu dir. I was not there. Ich war nicht da. So God says, Gott sagte also, there are many confrontations. Es gibt zahllose Konfrontationen. You giving question answer. Du gibst Fragen und Antworten den Leuten. But you are not able to go east to west, north to south. Aber du bist nicht in der Lage, vom Norden in den Süden, vom Westen in den Osten zu reisen. I will go and I will visit them when you are die, then I don't take your form, I will go with my form. Und er sagte, ich werde die Leute überall holen. Und wenn du stirbst, werde ich nicht, wenn du tot bist, werde ich deine Form nicht mehr nehmen, sondern komme meine eigenen. And million and million and million people will say, God was visiting me because this love, this harmony, this feeling, I never ever have it again actually. Und die Leute werden bezeugen, Gott hat mich besucht, denn diese Harmonie, diesen Frieden, diese Liebe hatte ich noch nie sonst wo gefühlt. Yes, Dana. Diana? No, not Diana. Simon. Simon. Yes? Now, listen. Und jetzt hör zu. Jesus sitting with this woman. Jesus sitzt zusammen mit dieser Frau. She telling her interest. Sie erzählt ihm über ihre Interessen. He telling his interest. Er sagt seine Interessen. She did not felt that he is a great man. Hat sie nicht gefühlt, dass er ein großartiger Mann ist? Hm? When I take now Jesus, I feel like a peace, actually. Joy. And she did not felt. Wenn ich kann es nochmal sagen. When I take Jesus in arm. Wenn ich Jesus jetzt in Arm nehme. I feel peace. Dann fühle ich Frieden. Pain. Schmerz. Sadness. Traurigkeit. Love. Liebe. She did not felt. Aber all diese Gefühle hat sie nicht gefühlt. Coming back now from this topic. Kommen wir zurück von diesem Thema. Also, what I want to tell you more. I came. Ich bin gekommen. Next day, God golden light came to her. Am nächsten Tag kam Gottes goldenes Licht zu ihr. Diese Frau. Zu dieser Frau. This woman. Zu dieser Frau. And she was so desperate. Und sie war so verzweifelt. Huh? Desperate. Not a Zweifel. Nee, das Verzweifel. Oh yeah, okay. Desperate. She want to follow. She don't want to let it go. Sie, this God light actually. Sie wollte Gottes Licht unter allen Umständen folgen und es nicht gehen lassen.
And then light slowed down. Und dann hat das Licht abgebremst. She followed again. Sie ist ihm wieder gefolgt. Then she saw that golden guard light went in one building. Und dann hat sie gesehen, wie Gottes goldenes Licht in ein Gebäude gegangen ist. Now. Und jetzt? She is not looking back. Sie schaut nicht mehr zurück. She don't want to miss this moment actually. Sie möchte diesen Moment nicht verlieren. You understand me? Versteht ihr das? This is like an eagle who want to look at this way. Erinnert euch an den Adler zum Beispiel auf der Hühnerfarm, der hochschaut. He heard this voice. Er hat diese Stimme gehört. This golden light pull her love, pull her peace, pull her joy with. Und diese goldene Liebe tut genauso sie anziehen. Sie zieht ihre Liebe, sie zieht ihren Geist, sie zieht alles mit sich. She don't want to look back. Sie wollte nicht mehr zurückschauen. She want to go with. Sie wollte mit ihm gehen. It mean? Das bedeutet. What we think. Was wir denken. That we are happy. Dass wir damit glücklich sind. With this money, this partnership, with this, with friend. Mit alledem, mit unserem Geld, mit unserem Partner, mit unseren Freunden. Is a very short happiness. Das ist eine kurzweilige Glückseligkeit. Yes. She has a man. Sie hat einen Mann. She has everything. Sie hat alles. And now she going. Und jetzt geht sie. And don't want to miss this moment to come back. Und sie möchte diesen Moment nicht verpassen und nicht zurückgehen. You got it? And then this light disappeared. Und dann ist dieses Licht verschwunden. She woke up. Und dann ist sie aufgewacht. Message was very clear. Die Antwort, die war sehr klar. She said, I want to pledge. Und dann hat sie gesagt, jetzt möchte ich meinen Schwur ablegen. I want to meet this God. Ich möchte diesen Gott wieder treffen. I got it. Ich habe es verstanden. If there will be question of knowledge and books, this will be something different. Wäre das alles eine Frage von Wissen und Büchern, dann wäre es eine ganz andere Geschichte. Yes. Now I'm missing something what I never missed before. Und jetzt vermisse ich etwas, was ich vorher nie vermisst habe. Yes. I want to go back. Ich möchte zurück. So now what happening now? Was passiert hier jetzt? Okay, you are happy, you have friend. Okay, you are happy, you have everything. Okay, du bist glücklich, du hast alles. Okay, you have a car, you have a house. Ihr habt ein Auto, ihr habt ein Haus. You have everything. Ihr habt alles. But the real partner of love. Aber der wahre Partner in der Liebe. Is a God. Das ist Gott. And God saying. Und Gott sagt. I am sad. Ich bin traurig. I am broken heart. Why I create this creation? Ich habe ein gebrochenes Herz. Ich frage mich manchmal, warum ich diese Schöpfung überhaupt geschaffen habe. Now you're entering life after death. Und jetzt betreten wir das Leben nach dem Tod. This true partner is not there. Und euer wahrer Partner ist nicht mehr da. You were happy. Ihr wart glücklich. You have a car. Ihr hattet einen Auto. Friend. Ihr hattet Freunde. You have everything. Ihr hattet ja alles. Now this is all gone. Aber alles verschwindet irgendwann. Your partner is gone. Your car is gone. Euer Partner ist weg. Euer Auto ist weg. Your house is gone. Euer Haus ist weg. Your friends are gone. Eure Freunde sind weg. And now you are standing alone. Und nun steht ihr alleine. But the real partner of love. Aber der wahre Partner der Liebe. He is also not there. Der ist auch nicht mehr da. You were a good person. Ja, ihr wart gute Leute. I don't say. Das habe ich nie bestritten. This is what Heike asked me. Das hat mich Heike mal gefragt. We were the good people. Wir waren doch gute Leute.
Okay. Okay. But this God is not there. Aber Gott ist nicht da. So what gonna happen to your spirit? Was passiert mit eurem Geist? God is not there. Gott ist nicht da. So light is not there for you. Und so ist auch nicht das Licht für euch da. With light is not there, how you gonna look like it? Und wenn das Licht nicht da ist, wie werdet ihr aussehen? Can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? Moses. Moses. Can I share what I was saw in the car? Yeah. Can I share? Yeah. That's okay. What I saw. I don't take name. Yeah. Okay. Yeah, okay, but name I don't take. She's a young. He's a partner. Seine Partnerin ist relativ jung. Good looking. Er meint einfach, es ist eine junge Frau, sie sieht gut aus. Everything. Alles war perfekt. Yes. But I was in the car. Aber ich saß im Auto. And suddenly this everything disappeared. Und auf einmal ist vor mir alles verschwunden. Diese materielle Welt ist vor meinen Augen weggezogen. And I saw the face of people like a 150 year old Falde. Und ich sah das Gesicht von Leuten, das aussah, als wäre es 150 Jahre alt. So viele Falten, so zermürbt sah das Gesicht aus. With mud. You know mud? Mud. Mit Dreck befleckt. Okay. Okay. She can say I'm happy here. Sie kann sagen, dass sie hier glücklich ist. But over there. Aber da drüben. Sieht sie aus? 150 years old. Wie eine 150 Jahre alte Frau. Her friends are gone. Her happiness is gone. And she say I was looking young. Und dort waren ihre Freunde weg. Ihre Glückseligkeit war weg. Und die Jugend, auf die sie einst so stolz war. And she say I was young. I was looking happy. I was looking beautiful. Und sie sagte, ich war mal jung. Ich war mal schön. Ich war mal glücklich. What happened to me? Aber was ist jetzt mit mir passiert? Yes. God refused to give any light. To this person. Gott hat es abgelehnt, irgendein Licht dieser Person zu geben. With this kind of situation, this person will be happy. Aber wird diese Person mit dieser Situation irgendwie glücklich werden? God said, I don't want to be here. Und Gott sagt, ich möchte nicht hier sein. Now, question is, die Frage ist, she will be there. Sie wird dort sein. She passed. And I look at. Und ich bin an ihr vorbeigeflogen. Ich habe sie angeschaut. And I saw this here. Und ich habe gesehen, wer das ist. Only light is missing. Everything was there. Nur das Licht hat gefehlt. Alles war dort. The moment light miss, your spirit is like you lose the air in the football. You know? Aber Wenn das Licht fehlt, dann ist euer Geist wie ein Ballon, aus dem die Luft rausbläst. Yes. Now she was not happy. Jetzt war sie nicht mehr glücklich. She was in this dimension. Sie war in dieser Dimension. Where is no light, is there the darkness. Und wo es kein Licht gibt, dort ist Dunkelheit. You see? Where is no light, there is the darkness. Wo kein Licht ist, ist Dunkelheit. Where is no God? Und wo kein Gott ist. Happiness is gone. Love is gone. Partnership is gone. Everything is gone. Und wo Gott, whole packet. Und wo Gott nicht ist, dort gibt es keine Glückseligkeit. Da gibt es keinen Frieden, keine Freiheit. Das gesamte Paket geht verloren. Yes. Now you say, oh God, where you are? Und jetzt schreit ihr auf, oh Gott, wo bist du? And God is not there, or God saying, "I am not your partner." Und Gott ist nicht da, oder Gott wird sagen, ich bin nicht euer Partner. All life
I want no meaning for you. Euer gesamtes Leben lang habe ich keine Rolle für euch gespielt. For you and many things was very important. Für euch war vieles andere so viel wichtiger als ich. So where is your friend? Also, wo sind eure Freunde? Where is your beauty? Wo ist eure Schönheit? Where is your car? Wo ist euer Auto? House. Euer Haus. Whatever you will say, why I need God. Was auch immer ihr gesagt habt, wo ihr sagtet, wofür brauche ich Gott? Give me one reason why I need a God. Komm, gib mir doch einen Grund, wieso ich Gott brauche. That's the reason. Das ist der Grund. That's the reason. Now, this time, you are not there for me. Now I am not there for you, actually. Und das ist es. Ihr wart in dieser Zeit nicht für mich da und so werde ich jetzt für euch nicht da sein. If you would have money, you would say, can I buy a little bit light? Tja, wenn ihr Geld hättet, würdet ihr sagen, könnt ihr ein bisschen Licht kaufen. But aber God say, this light is my love. Gott sagt, dieses Licht ist meine Liebe. Love cannot be sold. And love cannot be buy, actually. Und Liebe kann nicht verkauft oder gekauft werden. Yes. Now they have to give one reason. Und jetzt müssen sie einen Grund geben. Because they lost everything. Denn sie haben alles verloren. Here, God don't want to be with you. Und hier möchte Gott nicht mit ihnen sein. How you gonna bring God that you have everything back? Aber wie bringt ihr Gott zu euch, damit ihr alles wieder zurückgehalten? When Moses make a stinkerei, wenn Moses Stinkereien macht, when Moses, Prophet Moses, als Prophet Moses Stinkereien gemacht hat, while they behave, God say goodbye. Als sich Prophet Moses fehlverhalten hat, hat Gott gesagt, auf Wiedersehen. Goodbye. From this time Moses lost everything. Und von diesem Zeitpunkt an hat Moses alles verloren. When Jesus, als Jesus did not heard God what God asking, nicht auf die Stimme Gottes gehört hat und was sie von ihm verlangte, fragte, erbittete. I ask Christian people, why Jesus say, oh God, where you are, why you left me? Und das frage ich immer die Christen. Warum hat Jesus gesagt, oh Gott, oh Vater, wieso hast du mich verlassen? Your Bible saying, das steht in eurer Bibel. God, you left me too? Gott, du hast mich jetzt auch verlassen? Listen, you, everyone left, I don't care. Hört genau zu, jeder hat mich verlassen, es interessiert mich nicht. You see, when you love the most. Ich sehe dir, wenn er hier am liebsten liebte, am meisten yes. liebte. When he leave you, it hit you. Actually. Aber wenn er euch verlässt, yes? dann trifft es euch. Yes. Oh, Vater. Oh, Vater. The whole world leave me, I don't care, but you left me. Die ganze Welt hat mich verlassen, es interessiert mich nicht, aber du verlässt mich? Glauben wurde zerstört. Believe wurde zerstört. Sein Glauben wurde zerstört. Yes. Mama say, I'm God's friend. Mohammed sagte stolz, ich bin Gottes Freund. He don't listen to God. Er hört aber Gott nicht zu. God say goodbye. Und auch so sagte Gott zu ihm, auf Wiedersehen. And then he said to Archangel Gabriel, I will be in paradise with you. Und dann fragte Mohammed Erzengel Gabriel, werde ich mit dir im Paradies sein? What Archangel said? Was sagt? He kept silent. Erzengel Gabriel ließ kein einziges Wort seinem Mund entweichen. Yes. He want to see the world of God his own ways. Mohammed wollte die Welt Gottes auf seine eigene Weise sehen. Mohammed died? Mohammed ist gestorben. Archangel Gabriel said goodbye. Und auch Erzengel Gabriel sagte dann zu ihm, auf Wiedersehen. He said, Archangel Gabriel, you are all life with me. Und Mohammed flehte, Erzengel Gabriel, du warst doch mein ganzes Leben lang mit mir. Where you are now? Wo bist du jetzt? He said, this is your dimension. I'm leaving you. Und Erzengel Gabriel sagte, das ist deine Dimension und ich verlasse dich. If I don't tell what God want me, what will be my future, even I love God. Und jetzt ganz ehrlich, wenn ich nicht sage, was Gott will, was ist meine Zukunft, selbst wenn ich Gott liebe? Yes.
I will say to God, I was loving you. Ich kann dann zu Gott sagen, ja Gott, ich habe dich geliebt. I just only make a mixer rein. Ich habe nur alles ein wenig durchmischt. God is not there. Aber Gott wird dann nicht mehr da Because sein. The kingdom of God is not there. Weil das Königreich Gottes nicht da ist. So it means? Das bedeutet, you have your happiness. Ihr habt eure Glückseligkeit, ja. God want his happiness. Aber Gott möchte seine Glückseligkeit. When you left God. Und wenn ihr Gott verlasst. God left you actually. Dann verlässt auch Gott euch. Now these people will say. Und jetzt werden diese Leute sagen. Who say I don't need God. Die sagen, ich brauche Gott nicht. They will give reason. Sie werden zahllose Gründe. Oh God, religion was schuld. Gott, die Religion hat eine Schuld. This, he was. Er, sie, der und alle anderen haben Schuld. Now I'm ready. Jetzt bin ich doch bereit. Now I want to become your Jerusalem. Jetzt möchte ich dein Jerusalem werden, deine Braut. Yes. No voice is there. Aber da ist keine Stimme mehr, die antwortet. Don't forget. Vergesst nicht. What we think about God is a wrong imagination. Was wir über Gott denken, ist eine bizarre Fehlvorstellung. Truth God spoke already. Die Wahrheit Gott, hat Gott bereits gesagt. I created mankind my own image. Ich habe die Menschheit nach meinem Ebenbild erschaffen. So if you have no space for God, God has no space for you. Und ganz offen, wenn ihr keinen Platz für Gott habt, dann hat auch Gott keinen Platz für euch. God behave also when Israelites God got angry, God left them actually. Und so hat sich Gott auch verhalten mit den Israeliten, als sie sich missverhalten haben, hat Gott sie verlassen. That's why we say come. Deswegen sagen wir komm. And test one time. Maybe I can help you to open your eyes and you come to know what you really needed, actually. Komm, yes? Und lasst mich mal eure Augen öffnen. Und vielleicht findet ihr dann heraus, was ihr wirklich im Leben braucht. Yes. So God say, Gott sagt, this is my wishes was. Das war mein Wunsch. I created life, I created love, I created you. Ich habe alles erschaffen. Ich habe das Licht. Liebe, ich habe selbst euch alle erschaffen. I give you everything. Ich habe euch alles geschenkt. And now? Und jetzt? You were selfish. Wurdet ihr selbstsüchtig? I don't want to be with you. Ich möchte nicht mehr mit euch sein. How are you gonna force God? Wie wollt ihr Gott dazu zwingen? Keine Chance. Keine Chance. It means? Das bedeutet. Of course you can be happy. Natürlich könnt ihr glücklich sein. But you don't need to show your back to God. Aber ihr müsst euren Rücken Gott nicht zudrehen. You could say, okay, I'm happy. Ihr könnt sagen, ja, ich bin glücklich. But if there's something more, I love to take it. Aber wenn da noch etwas mehr ist, dann würde ich es lieben anzunehmen. But if you say, I don't need it, God. Aber wenn ihr sagt, Gott, ich brauche dich nicht. Why God actually? Warum Gott? Wofür dieser Gott? I want you give this love which belong to God. Ich möchte, dass du mir diese Liebe gibst, die eigentlich Gott gebührt. Then God. Dann. Light is not there. Ist Gottes Licht nicht mehr da? So I saw the spirit looks ugly. Und deswegen habe ich gesehen, dass then dieser who? Geist hässlich aussieht. 150 years. 150 Jahre alt, in der Dunkelheit versteckt. Externally looks good. Ja, äußerlich sieht sie gut aus. Beautiful young, everything. Eine wunderschöne junge Frau. Yes. And now she will say, I want to have something. Und jetzt wird sie sagen, jetzt möchte ich etwas haben. Now can we change. Aber wann können wir uns ändern? Jetzt können wir uns ändern. But after is. Aber danach ist der Test gelaufen. Danach ist das Spiel vorbei. Yes. And when light is not there, und wenn das Licht nicht da ist, you were good, fine. Ihr wart gut, schön. You're not going in the hell. Ihr geht nicht in die Hölle.
You go in the middle dimension. Ihr geht in die mittlere Dimension. But light is not there. Aber das Licht ist nicht da. And when light is not there. Und wenn das Licht nicht da ist. I ask you a question. If today's sun loses light. Wenn heute die Sonne ihr Licht verlieren würde. We will lose our beauty of earth. Würden wir auch die Schönheit auf der Erde verlieren, oder? Slowly. Langsam. Alles würde gefrieren. Alles würde sterben. Because sun lost his light. Weil die Sonne ihr Licht uns nicht mehr schenkt. So when you lose God's light. Und wenn ihr Gottes Licht verliert. Everything you lose in spiritual world. Dann verliert ihr auch alles in der geistigen Welt. Our second lecture will be. Unser zweiter Vortrag wird sein. Why we know too less God. Warum kennen wir nur so wenig über Gott? Who is responsible for this? Warum wissen wir so wenig? Und wer ist dafür verantwortlich? If you want to ask questions, answer, you can ask. Wenn ihr Fragen stellen wollt, könnt ihr sie jetzt fragen. Yes. Ja, Moses. Microphone. There's one saying in Islam, in Quran, when... Erst Deutsch, dann Englisch. Erst Deutsch, dann Englisch. Es gibt ein... im Koran steht geschrieben, yeah. Wenn du einen Schritt auf Gott zugehst, dann kommt Gott dir 1000 Schritte entgegen. Ein Schritt du nimmst, Gott nimmt 1000 Schritte. Aber meine Frage ist, wenn ich einen Schritt von Gott weggehe, geht das auch in die andere Richtung? Dann geht er 1000 Schritte weg von mir. Nee. Nein. Okay, my question is, in Quran is written... Ja, er muss auch auf Englisch. When you go one step towards God, God will come 1000 steps to you. But does it also go the other way around? If you take one step away from God, will he go 1000 steps away from you? Nein. When you come one step to God, wenn ihr auf Gott einen Schritt zugeht, he comes 1000 steps to you. Dann kommt er 1000 Schritte auf euch zu. But if you take one step back from God, aber wenn ihr einen Schritt zurück von Gott geht, God don't take one step back. Dann wird Gott keinen Schritt zurück. He's still standing there and waiting for you. Er steht da immer noch und wartet immer noch auf euch. You see that? That's a God. Das ist Gott. And the Bible say? Und die Bibel sagt das. Koran say? Der Koran sagt, I'm still waiting for you, my open arm. Ich warte immer noch mit offenen Armen auf euch. Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Yes. God know Adam is hiding behind the tree. Gott wusste doch, dass Adam sich hinter dem Baum versteckt. He know the body. Er kannte den Körper. But he don't know where Adam's spirit is. Aber wusste nicht, wohin Adams Geist entglitten ist. So, Koran, I give you explanation. Die Erklärung aus dem Koran gebe ich dir. Koran don't give. Der Koran macht das nicht. You take one step, God take 1000 steps. Wenn ihr einen Schritt auf Gott zugeht, geht Gott 1000 Schritte auf euch zu. But if you take one step back. Aber wenn ihr diesen Schritt wieder zurückgeht. Ich meine, you show your back. Und euren Rücken wieder Gott zudreht. God still open his arm. Dann steht Gott immer noch mit offenen Armen wartend auf euch da. I'm waiting for you. Er wartet auf euch. He don't take one step back. Nein, er geht keinen Schritt But zurück. This is the beauty. It's in this life. Aber die Schönheit, die Möglichkeit liegt in diesem Leben. Why? Warum? When you came on earth, als ihr auf Erden gekommen seid, God was holding your hand. Da hat Gott eure Hände gehalten. Each one. Von jedem Einzelnen. God say, you will not forget me. Und Gott sagte, du wirst mich nicht vergessen, oder? And all spirit was saying, no, God. Und alle Geistwesen haben gesagt, nein, Gott, werden wir nicht. You are our love. Du bist unsere Liebe. Our peace. Unserer Frieden. Our freedom. Unsere Freiheit. How can we forget you? Wie können wir dich vergessen? You are a partner of our love. Du bist der Partner in unserer Liebe. God says, und Gott sagte, I hold your promise. Ich halte dich an deinem Versprechen. And now what happened? Was ist jetzt passiert? We remember or we forget? Erinnern wir uns daran? Erinnern wir uns an Gott? Look at this woman. I can put 100 books for knowledge. She don't follow me.
Genauso diese Frau. Ich hätte ihre 100 Bücher mit Wissen vorhalten können, aber sie wäre mir niemals gefolgt. She was not reading my book. Sie hat mein Buch gelesen. 3 years? 3 Jahre lang. But this effort, what she was putting 3 years, God gave a moment to show her who, what is a Glückseligkeit is, what is a true happiness. Aber diese Mühen, die sie 3 Jahre reingesteckt hat, hat Gott ihr die Möglichkeit gegeben, zu sehen, was wirklich Glückseligkeit ist. I saw myself. Ich habe mich selbst gesehen. When I see God's light, und wenn ich Gottes Licht sehe, sometimes I forget there's a wall between I hit my cuff, because I'm just don't want to miss this moment. Manchmal vergesse ich, dass da eigentlich noch eine Wand ist und ich hau mir meinen Kopf gegen diese Wand, weil ich möchte diesen Moment nicht verpassen. Ich möchte diese Gelegenheit nicht ungenutzt vorbeiziehen. I don't remember my house. Ich erinnere mich nicht mehr an mein Haus. I don't remember my children. Ich erinnere mich auch nicht mehr an meine Kinder. Many times happened to me. Viele Male passiert mir das. I suddenly saw God was standing and I want to take an arm and I hit my head to the cupboard actually. Boom. Und viele Male ist mir passiert, ich sah Gottes Licht, ich wollte es umarmen und dann haue ich mir den Kopf gegen den Schrank. And amazing, normally I would feel pain. Aua. Und normalerweise würde ich Schmerz spüren. Aua. But I did not feel it. Aber ich habe keinen Schmerz gespürt. I don't want to lose this moment. Denn ich möchte diesen Moment nicht verlieren. I can lose it everything. Ich kann alles verlieren. I don't want to lose this opportunity to miss you and let you go again. Aber ich möchte niemals diese Möglichkeit verlieren und dich dann vermissen und verlieren müssen. That's what we are saying. Das ist, was wir sagen. We are not unhappy with your happiness. Wir haben kein Problem mit deinem Glücklichsein. Go with your friend. Geh mit deinen Freunden. Be with them. Sei mit ihnen zusammen. Be with your parents. Be everything. Sei mit deinen Eltern. Sei mit deinem Auto. Sei mit allem, ja? We are not against. Wir haben damit kein Problem. But you will see, when you love this creator and you talk about your loved one, this. Aber ihr werdet sehen, wenn ihr werdet sehen, wenn ihr zu eurem Geliebten über Gott redet, wie sie dann ihre Gesichter verziehen. When you love your partner and you tell your friend, they say, "Whoa, wow, 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 schön." But when you say, "No, no, I have other partner which is much higher." Kennt ihr das, wenn ihr euren Freunden erzählt, dass ihr einen neuen Freund oder eine neue Freundin habt, dann sagen, wow, zeig mal. Wirklich. Aber wenn ihr dann sagt, ich habe noch einen Partner, der ist noch viel höher, ja, dann sagen sie, geh weg. Lass uns bitte das Thema wechseln. Das gehört hier nicht hin. Das ist Illusion halt für dich. Das ist dein imaginärer Freund, ja, das ist eine Illusion. God is not against your dream. Gott hat nichts gegen eure Träume. No. Nein, ganz und gar nicht. Yes. He asking you, give me a little space. Er fragt euch nur danach, dass ihr ihm einen kleinen Platz einräumt. Your heart. In eurem Herzen. But society don't want to give this place. Aber die Gesellschaft möchte nicht mal diesen kleinen Platz geben. Yes. In this case. In diesem Fall. You become alone. Werdet ihr alleine sein. Like a Jesus. So wie Jesus. They don't want to hear. Her mother don't want to hear. Selbst Jesus' Mutter wollte Vorträge über Gott Brother nicht zuhören. Don't want to hear. Der Bruder von Jesus wollte es nicht. They were waiting outside. Alle warteten draußen. For what? What waiting outside? Worauf warteten sie? For worldly things they have to talk each other. Für weltliche Sachen, darüber wollten sie reden. Worldly problem was there to solve. Weltliche Probleme waren dort, die gelöst werden sollten. Did Jesus solve their worldly problem? Aber hat Jesus ihre weltlichen Probleme gelöst? He got it like a mental sick. Er wurde geisteskrank davon. He said, "You are not my woman. You are not my sister, brother." Er hat gesagt, du bist nicht meine Mutter. Du seid nicht meine Geschwister. Would you like to have this answer? Wollt ihr so eine Antwort haben? No, Jesus, my sister, brothers. Are here who like to hear about God actually. Meine Geschwister sind die, die über Gott zuhören wollen. What Jesus was saying, I'm not in
interested in your worldly problem, actually. Was hat Jesus gesagt? Ich habe kein Interesse an eurem weltlichen Problem. Take your friend, your family, your whatever, go to hell, actually. Yeah. Nehmt eure Freunde, nehmt eure Familie, nehmt alles und fahrt zur Hölle. Yes. That's what Jesus did. Das ist, was Jesus gesagt hat. So how the kingdom of God will establish. Wie wird das Königreich Gottes also etabliert? So one step you take to God. Also, wenn ihr einen Schritt auf Gott zugeht. She took 3 years. Sie hat 3 Jahre genommen. And God say, okay. Und Gott sagte, okay. She is not longing. Sie sehnt sich nicht danach. But she putting effort. Aber sie steckt Mühen rein. God came to her. Und Gott ist zu ihr gekommen. Now. Und jetzt? She is not happy with material world. Ist sie nicht mehr glücklich mit der materiellen Welt. She want to have this moment again. Und sie möchte diesen Moment wieder haben. When comes this moment? Und wann kommt dieser Moment? Answer is here. Die Antwort steckt im Herzen. In Song answer in the Luft, no answer is here. Nein, die Antwort steht nicht in der Luft geschrieben, sondern im Herzen. So she came and she said, I want to pledge. Und deswegen ist sie gekommen, wollte heute ihren Schwur ablegen. So what we need in our life? Was brauchen wir in unserem Leben? One experience. Eine einzige Erfahrung. That's what we say. Keep your happiness. Let's have one experience with God. Und das ist, was wir den Leuten überall sagen. Behaltet alles, aber nehmt noch eine Erfahrung mit Gott mit. This experience will change everything. Und diese eine Erfahrung wird in eurem Leben alles verändern. So you got it, Moses? Hast du es verstanden, Moses? Ja. Ah ja, so. My face is there? Dein Gesicht ist da. Okay. Okay, some other question. Noch eine Frage. Guck mal, God giving you freedom. You can even angry want to God with angry, you can be angry with God. Und Gott gibt euch sogar die Freiheit. Ihr wollt wütend auf ihn sein, ihr könnt wütend auf ihn first sein. First see, then you. Es sieht dann first, er. First mother, yeah. Then come the there. Ach so, yes? Erst Andreas. Then Christian. Also in dem roten Buch, da gibt es das Kapitel, wo du eine Konfrontation mit Luzifer beschreibst. Da gibt es 6 Geschichten und in der letzten gibt es einen Kampf zwischen dir und Luzifer, wo Gottes goldenes Feuerlicht auftaucht und du Luzifer in das goldene Feuerlicht hineinstößt und dann kommt er hinterher raus und ein blaues Licht kommt hinterher und verbrennt seinen Körper. Also es bleibt nur noch der Kopf über und die Schulter. Ja. Yeah. Jetzt ist meine Frage, sieht Luzifer jetzt immer noch so aus oder ist das mittlerweile... Nein, das ist... okay, very good question. Okay, eine sehr gute Frage. The meaning is different. Die Bedeutung ist anders. Das ist nicht wie... Wir kriegen hier niemanden. Yes. He has until here. He has this thing, symbol. Huh? Das ist symbolisch. Bis hierhin war alles weg, ja? Where, from where he left God. Von wo hat er Gott verlassen? Mind. Wegen seines Verstandes. Yes. He is until here. Heart is not there. Das Herz ist nicht da. It means. Das bedeutet. When he want to come back. Wenn er zurückkommen möchte. This is not a problem. Dann ist das kein Problem. Billion years later, he say, I want to go back as a morning star. Dann Spirit ist er. Millionen Jahre später, wenn er zurück als Morgenstern kommen möchte, dann ist der Geist da. You understand me? Verstehst du das? Ja, so das ist Symbol. Das war ein Symbol. Yes. I ask you one question. Give me 2 answers. Ich stelle euch eine Frage und gebe mir eine wahre Antwort. Hitler killed 6 million people about. Hitler hat ungefähr 6 Millionen Menschen umgebracht. But he killed also German people. Er hat auch Deutsche umgebracht. He killed many other countries people. Er hat aus zahllosen Ländern Leute umgebracht. Okay, let's say he will be arrested. Sagen wir mal, er wird gefangen genommen. For example. Zum Beispiel. How long he will, what will be his punishment? Was wird dann seine Strafe vor Gericht sein? For example. Zum Beispiel. Let's say they kill him because he or America would put him electric stool. In Amerika wäre er auf den elektrischen Stuhl gekommen. Hitler, yes. Hitler. But this is the only one life. They kill him one life. What about
6.999.000 actually. What about them? Aber das ist ein Leben, was heißt ausgeglichen wurde. Aber was mit diesen anderen 6 Millionen oder 5.999.999? That's justice? Ist das Gerechtigkeit? I kill all of you. Ich töte euch alle. And I get one punishment. Und ich kriege eine Strafe. Did you ever thought about this? Habt ihr je so darüber nachgedacht? Yes. Was ist gerecht? He's coming in the internal life, spiritual life. Er kommt ins ewige innere Leben, geistige Leben. And he going so much down that the, all the people who became victim, they have to go high, and he had to go. He had to take their Belastung. Was in der geistigen Welt passiert ist, dass Hitler alle Leute, die durch ihn gestorben sind, deren Fehler, deren Belastungen musste er auf sich nehmen und sie ging hoch und Hitler ging dementsprechend runter. Now to coming out from there. Und von dort jetzt rauszukommen. How long did? Wie lange dauert das? That's a fair justice. Ist das? Das ist faire Gerechtigkeit. But this fair justice you cannot have here. Aber diese Gerechtigkeit kannst du nicht hier haben. You see that? I kill you all, but I just get one punishment. Ich töte euch alle, aber mir liegt nur eine Strafe auf. But you say, hey, he kill me too, hey, kill me too. Er yeah. sagt, ey, er hat doch mich umgebracht. Only one time he get a kill. Er wird nur einmal umgebracht. I want he get a 30 time. Ich möchte, dass er 30 Mal. Nobody can give punishment. Aber so eine Strafe kann niemand aufnehmen. Aber spiritual life. Aber im geistigen Leben. He taking care of the burden. Muss er sich jetzt um all die Lasten der anderen kümmern. Coming out from there. Und dort wieder rauszukommen. Now this middle dimension is not bad. Und jetzt diese mittleren Dimensionen, das sind keine schlechten Welten. You can work there. Ihr könnt dort arbeiten. You have no light, you can sleep. Ihr habt kein Licht, aber ihr könnt schlafen. There's a Krankheit there. Es gibt da Krankheiten, ja. Everything is there, middle dimension. Alles ist dort in der mittleren Dimension. The only thing is not there. Das Einzige, was da fehlt. Your beauty is gone. Eure Schönheit ist weg. Because? Weil? God's light is not there. Gottes Licht nicht da ist. Only one thing happened. Nur eine Sache passiert. But middle dimension, everything is there. Aber in mittleren Dimensionen ist sonst alles da. You will be surprised. Ihr werdet überrascht sein. Middle dimension. In der mittleren Dimension. Zug is there. Da gibt es Züge. Da könnt ihr Bahn fahren. Sickness are there. Everything is there. Es gibt Ampeln, es gibt eine Zivilisation, es gibt eine ganz normale Gesellschaft. Only one thing you say, why I'm like this and why they are like this. Aber es wird eine Frage sein. Und das ist, warum sehe ich so alt und hässlich aus und wieso gibt es die da oben, die fliegen können? I'm taking bus. Ich muss den Bus nehmen. I'm sick. Ich bin krank. And this spirit going with lightning speed. Who they are? Who the hell is this actually? Und yeah? Dieses Geistwesen fliegt mit Lichtgeschwindigkeit. Wer zur Hölle ist das? Yes, I want to know. That's the only difference. Ich möchte das wissen. Das ist der einzige Unterschied. There, I saw one time this Sander. Ist er einmal Sander? He was entering one middle dimension. Er hat eine mittlere Dimension betreten. They saw him. Und they make like, oh. Und sie sahen ihn, haben angefangen zu klatschen. I saw Sander, he had a light. Und ich habe Sander gesehen, der hatte Licht. But I saw his face was stinkerei. Aber ich sah in seinem Gesicht eine ganze Stinkerei. Stinkerei. And he was saying. Und er sagte. Ich kenn's euch. I know you actually. Ja. Ihr kennt Sander. I know my life. Ich kenne mein Leben. I was saying every day, did you believe God? Do you believe God? Do you? Ich habe jeden Tag auf der Straße gestanden und euch gefragt, ob ihr an Gott glaubt. Yes. And now you. So they was interested in him. I ask you. Aber hatten sie wirklich Interesse an Sander als Person? I ask you. Das frage ich euch. What they were interested? Woran waren sie interessiert? They wanted he come down and make one selfie. Sie wollten, dass er runterkommt, damit sie ein Selfie machen können. Yes. They want to know, oh, why you so beautiful? Why you have this light? Why we cannot? You can.
Sie wollten wissen, warum bist du so schön? Warum hast du dieses Licht? Wieso kannst du, aber wir nicht? Ein Sander war leider. Und Sander war so. He did not witness about God at all. Er hat über Gott dann gar nicht mehr Zeugnis abgelegt. Er war so bisherig. Er hatte die Schnauze voll. And he flew wieder. Und er ist wieder weggeflogen. That's the difference. Das ist der Unterschied. They was not interested who he is. Sie haben kein Interesse daran, wer er ist. They was interested his freedom. Sie waren an seiner Freiheit interessiert. He can be. He can cross everywhere. Denn er kann überall hin. They wanted to know through him where you are going, where we cannot go. Sie wollten durch ihn erfahren, wo er hingeht, wohin sie nicht gehen können. You see that? Seht ihr das? Open question. Eine offene Frage. This open question is not here. Aber diese offene Frage ist Why? Nicht hier. Warum? Because they are spiritually blind. Weil alle geistig blind sind. And I say, let me help you, your spiritual eyes open. Then you make a decision, actually. Und deswegen sage ich zu den Leuten, lasst mich euch helfen, eure geistigen Augen zu öffnen. Und dann könnt ihr jede Entscheidung selbst treffen. Let me have you one experience. Lasst mich euch helfen, eine richtige Erfahrung zu machen. And then I leave you alone. Und dann lasse ich euch für immer in Ruhe. Yes. We're not against your world. Wir sind nicht gegen eure Welt. We're not against your friend or anybody. Wir sind nicht gegen eure Freunde oder sonst wen. Nobody. Wir sind gegen niemanden. But that's not enough. Aber all das ist nicht genug. There are more enough is which you will believe for ever. Was wirklich genug ist, ist dort, wo ihr für immer leben werdet. So actually we are loving them actually. Also sind wir tatsächlich die Leute lieben. We are asking them give a little bit time. Wir fragen sie, nehmt ein wenig Zeit. This woman was 3 years study my books. Yes. Did I change with my knowledge? Und diese Frau hat 3 Jahre lang meine Bücher gelesen und habe ich sie. She said, "But one thing changed. I was reading your book, and there was a front picture of God." Und diese Frau hat gesagt, na, eine Sache haben diese Bücher bewirkt. Ich las sie und vorne war das Bild Gottes. And suddenly God colors start changing. Und auf einmal haben sich Gottes Farben verändert. What she did like this. Als allererstes hat sie so gemacht. Yes. Ja, vielleicht schaue ich ja falsch. What is this? Was ist das? She started reading again, watching again God picture. Und sie hat wieder angefangen zu lesen und wieder auf Gottes Bild geschaut. Color was changing. Und die Farbe hat sich wieder geändert. She noticed if she is there. She is in dream world. Und sie hat ausprobiert, schlafe ich, kann mich mal jemand kneifen? She started reading again. Und sie hat wieder angefangen zu lesen. Again, color is changing. Und wieder haben sich die Farben geändert. This picture. Dieses Bild. Was disappearing, and God was inviting her one journey. Ist verschwunden und Gott hat sie auf eine Reise eingeladen. You see, that she got. Und dann ist sie aufgewacht. She forgot the whole books. Und dann hat sie alle Bücher vergessen. That's why God say, every book, there's a one love story about. Und deswegen sagt Gott, in jedem Buch, in jedem Kapitel steckt eine Liebesgeschichte von mir versteckt. Just discover. Entdeckt sie nur. Like a children discover Easter eggs. So wie Kinder Ostereier zu Ostern entdecken. When they discover what they say. Und wenn sie es finden, was sie, wenn sie ja, es finden, was sagen sie? Ich habe gefunden. Ich habe sie gefunden. Yes, that's what we asking. Das ist das, was wir von euch erbitten. So. I told God came to you. He took my farm, but it was he. This was not I. Yes. This now her love grow more for God. Und jetzt wächst ihre Liebe weiter für Gott. You see that? Seht ihr das? Yes. Okay. Christian. Warte. Alles okay? Okay. I gave you answer. So this was a symbol, na? Das war ein Symbol. Okay. Other part can come back. He want to come back. Der andere Teil kann zurückkommen. Er möchte zurückkommen. Then God coming also 1000 steps near to him. Und auch für Lucifer gilt: Gehst du einen Schritt auf Gott zu, geht Gott 1000 Schritte auf dich zu. God even saying, I'm coming to in the hell too. Und Gott sagt auch: Ich komme auch in die Höllen. I can come any place. Ich kann überall hin. But it will take time now. Aber es wird Zeit dauern. Yes.
You go in jail and you say, oh, I repent myself. Zum Beispiel, wenn ihr ins Gefängnis geht, dann sagt ihr zwar, oh, ich bereue, was ich getan habe. They will forgive you rest punishment. Aber werden sie euch eure Strafe dann einfach erlassen? Nein. Nee, zwei Drittel mindestens. Think about what you have done. Yes, okay, Christian. Um nochmal auf die Geschichte von Moses zu sprechen zu kommen. Er hatte ja so eine dunkle, 3-4 Meter hohe, böse Gestalt getroffen. Heute Morgen hat er erzählt. Ja. Wo du gesagt hast, dreh dich bitte nicht um. Ja. Waren diese Wesen, da gibt es ja ganz viele offenbar, waren die früher, wo die geschöpft worden sind, auch schöne Wesen und sind gefallen und wurden deswegen so böse und dunkel? Oder gibt es Monster, die schon immer Monster waren? The problem was, das Problem war, ah ja, sorry. Okay. He is asking, this being that Moses described this morning, black, 4 meters tall, only skin in the face, he's asking, was this being once beautiful and or was it always a monster? He was also beautiful. Auch er war mal schön. Moses make him ugly. Moses hat ihn hässlich gemacht. Why? Warum? You can ask me why. Warum? He want to test me. Er wollte mich testen. You know what he was saying? Wisst ihr, was er gesagt hat? Today is the right time to test him, because he said not to look back. Er hat gesagt, heute ist die richtige Zeit gewesen, weil er hat gesagt, schau nicht zurück. So maybe he just only, how you say? How you calling you? Huh? Vielleicht erzählt er auch einfach nur Mist. Yes. Make us fear. Er möchte uns einfach nur Angst machen. He wanna give us out expression not to look at back. Er sagt, schaut nicht zurück. Ah, now is the. Ah, jetzt hat er sich vertan. To find out this bitter truth about him. Und jetzt finden wir die bittere Wahrheit über ihn hier raus, ja? And I, what I was saying, not to look back. Was habe ich gesagt? Schaut nicht zurück. And he said, no. Today is the best opportunity. Und er sagte sich, nein, weil heute ist die beste Möglichkeit. So when he looked back. Als er zurückschaute. He could be a beautiful being too, but he became ugly for him. And then now is the. Er hätte ein schönes Wesen sein können, aber es ist extra für ihn hässlich geworden. Yeah. He got a crunt. Und dann hat er Angst bekommen, wurde krank. But let's say, if he looked back and there was nobody, what will be Moses' life? Aber I ask you. Sagen wir mal, er hat zurückgeschaut und da wäre nichts gewesen. Was wäre aus Moses' Leben geworden? Yes. Aha. Now I know. Jetzt weiß ich. You are really. Du bist wirklich ein Geschichtenerzähler. Yes, that's right. You see that? Siehst du das? But this being can be beautiful too. Aber auch dieses Wesen kann wunderschön sein. Yes. Is the motivation and what Jesus say not to test the Lord actually. Und was hat auch Jesus schon gesagt? Not to test the. Mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Stellt euren Lord nicht auf die Probe. And Herrn. What is Lucifer did? Was hat Lucifer getan? He wanted to test it. Er wollte ihn auf die Probe stellen. Mm. Yes. He did not became. He came by himself ugly. Und er wurde selbst hässlich. His spirit became ugly. Auch sein Geist wurde hässlich. Yeah, but you are right. Aber du hast recht. If he don't look it back. Hat er nicht zurückgeschaut? Who look at back? Lut's wife. Wer hat er zurückgeschaut? Lut. Old Testament. Ach so, Lut's Frau. Lut's Frau. Ich dachte, Luther hat das. Ja, okay. Lut's Frau. Lut's Frau. She said, Sie sagt, but Lut saying this is not true. I want to look at. Aber Lut sagte sich, das ist nicht wahr, ich möchte es anschauen. And then. Und she dann. She left behind. Bible says she became stone. Und die Bibel sagte dann, diese Frau wurde aus zu Stein. And other two did not look back. Und die anderen zwei haben nicht zurückgeschaut. Das war gut. War das die Frage? Ja. Yeah. Okay. Okay. Alles. Alles klar. Hallo. Ja. Ich hätte eine Anschlussfrage daran, und zwar, wie hätte das denn ein schönes Wesen sein können, wenn es ein gefallenes, ein dunkles Wesen war? Who make themselves dunkel? Gott? Wer macht sich selbst dunkel? Sie? Ja, das Gott? Wesen selber. Ja, genau.
Aber es hätte, wenn es Gott gefolgt wäre, ein gutes Wesen sein können. Ja, okay. Of course. Okay. Ja, aber ich habe das falsch verstanden gerade, einfach nur. Jetzt habe ich es verstanden. Sehr gut. I see like this. Ich sehe es so. Every time God come to me, jedes Mal, wenn Gott zu mir kommt, my beauty changes. Da verändert sich meine Schönheit. Today I leave God, wenn ich heute Gott verlasse, this can be, dann kann es auch in die andere Richtung gehen. You see that? Siehst du das? So everything is because of God. Alles ist wegen Gott. Yeah. Okay. Das war? Das war's? Ah ja, okay. Noch eine Frage? Jetzt Eva. Was hast du gesagt? Ich habe noch eine Frage. Viele Fragen? Zwei Fragen. Ah ja, okay. Ja. Und zwar... So ist mein Herz. Ich habe Einigung Frage. Also ich habe in der Geschichte, ich verlor mein Herz in Gott, die Geschichte Ein paar Momente des Glücks und ewige Traurigkeit, die mich sehr berührt hat, gelesen. Dass die, also da resultiert jetzt die erste Frage raus. Warum haben deine universellen Schlüssel Angst, sich auf der Reise durch die Dunkelheit zu verlieren? Das ist die erste Frage. Aber erste Frage. Ja, okay. Dann zweite Frage. Ja, bitte. She's asking, there's one story in I lost my heart, where you traveled through the dark eternity. Mm-hmm. And in this moment, your keys, your mind, your spirit, everything got lost and all became afraid that they get lost. And so she asked why they became afraid. God was giving me experience. Gott hat mich erfahren lassen, that if he would not be there, wenn er nicht da gewesen wäre, then my key also is not functioning gone. Und dass meine Schlüssel nicht funktioniert hätten und sie auch weg wären. So he was telling me, see my value because I, everything will be there. Und deswegen hat er mir gesagt, sehe meinen Wert, weil wenn ich nicht da wäre, wäre alles weg. You see that. Siehst du das? So I came to know more value about God. Ich sollte hier noch mehr den Wert Gottes kennenlernen. Yes. Okay. Und die zweite Frage? Komm mal wieder näher. Ja. Also ich denke, das ist auch teilweise jetzt beantwortet. Wer oder was treibt dich an, auf also diese Reise durch die dunkle Ewigkeit dennoch zu bestreiten? She's asking, who or what is motivating you? Is your fuel that you travel through those dark eternities? Nothing motivates me. Nichts motiviert mich. God gave me those experiences. Gott schenkt mir diese Erfahrungen. Why? Warum? For my fellow man. Für meine Mitmenschen. Yes. Okay. I'm not willingly going over there. Ich gehe da nicht freiwillig hin, ja? To see the Kino over there. Um mir dort einen Kinofilm anzuschauen. Nein. Nee. Nein. When I'm leaving my body, wenn ich meinen Körper verlasse, I'm totally in the hand of God. Dann bin ich komplett in der Hand Gottes. All those observations. All diese Erfahrungen. Observation. Beobachtungen. And experience. Und diese Erfahrungen. I'm writing when God gave me. Die schreibe ich dann auf, weil sie mir Gott gegeben hat. You see that? Verstehst du das? Yeah. Myself? Ich selber? Nein. You think I'm interested to put my hand in the fire? Denkst du, ich habe irgendein Interesse daran, meine Hand ins Feuer zu stecken? Nein. God giving me those experiences tell human creation. Gott gibt mir diese Erfahrungen und sagt, erzähle es den Menschen. So they can come back. So dass sie zu mir zurückkommen können. Give me a little bit time and a little bit love. Gib mir ein wenig Zeit und ein wenig Liebe. 5% to give God is too much? Ist 5% Gott zu geben zu viel? Not. Das ist nicht zu viel, nein. Ja, wrong. Okay. Some other question or what? Noch eine Frage? Yes. Give this. How many people gonna have a question after she? Wie viele Leute werden nachher noch eine Frage haben? You? How many? Hartmut noch. Who more? Nein. First comes she. Erst kommt Silvana. No, I'm asking you ungefähr. Ich frage ungefähr. How many people have more after she? Hartmut, how many people have more questions? Ich frage nur wegen der Planung. Wie viele von euch haben jetzt noch Fragen? Einmal die Hand heben.
Nur noch die beiden. Nur die beiden. Okay. Okay. Dann hören wir uns die jetzt noch an. Question. Ja, ich hatte eine Frage. Heute Morgen hatte ich dir doch meine Erfahrung erzählt und du hattest gesagt, ich sollte es mit den anderen teilen. Wann soll ich das machen? Kannst du jetzt machen. Kannst du jetzt machen. Und weil du erzählst, ich kann kurz pinkeln. Ja? Kannst du erzählen? Ach, okay. Wegen dem Wasser. Mach doch schon. Because of too much. Kannst du erzählen? Okay. Also, die Erfahrung hat eine mehr dunkle Seite und eine sehr positive Seite, die zusammenhängen. Es fing damit an, ich bin dann eingeschlafen und dann habe ich lauter Dreiecke gesehen. Die waren ohne irgendeine Ordnung und wirkten sehr spitz und waren unregelmäßig im Raum verteilt. Und die hatten alle eine Farbe, und zwar eine intensive Farbe. Aber sie wirkten unsympathisch. Hinter diesen Dreiecken, da habe ich gespürt, wie eine dunkle Welt ist, die mich in sich hereinziehen wollte. Einerseits hat mich die dunkle Welt erschrocken, aber vielmehr, dass ich gemerkt habe, ich war da in irgendeiner Art Teil davon. Und dann habe ich sehr klar und deutlich gesagt, nein, ohne arrogant zu sein, damit habe ich nichts zu tun. Und ich war so ziemlich aufgewühlt und habe dann die Inspiration bekommen, ich soll das Bild von Gott auf den Stuhl stellen und die göttliche Botschaft zu ihm hinbeten und gleichzeitig Gott angucken. Und das habe ich dann gemacht. Und die göttliche Botschaft, soweit ich sie auswendig kann, dann auch gelesen. Und dann passierte etwas, das war für mich also unvorstellbar. Da kam eine Energie auf mich zu, eine Liebe, eine Wärme, ein Frieden. Und Gott war so nah, wie ich es noch nie erlebt habe. Und vor allen Dingen, ich habe mein Leben lang mit mir quasi so einen Ozean der Traurigkeit herumgeschleppt, wo ich immer dachte, wenn ich mit dem mehr zu tun habe, dann drehe ich durch und dann könnte er mich in der Psychiatrie besuchen. Und dieser Ozean der Traurigkeit war weg. Der war einfach weg und der ist immer noch weg. Und das ist für mich ein Wunder, das gibt es überhaupt nicht. Who can translate? Ich? Okay. Obwohl doch, Französisch übersetzen muss das so. Nee, mir ist lieber, wenn es jemand anders. Mir reicht es eigentlich, was ich auf Deutsch gesagt habe. Machst du es, Jakob? Ich war nur zur Hälfte dabei. Ach so, wir waren ganz da. Okay, okay. Dann sag mir mal, was Dreiecke auf Englisch heißt. Triangles. Okay. This experience has two parts. One part is dark and not nice, and the other part is something like a mysterium, like a wonder for me. The first, in German I had something forgotten. The first point was I saw a being, it was 6 meters high. It looks like a little bit like a human form, and it was really, really dark. This was the first. And then it goes on. Then I saw a lot of triangles in. They were very small and not nice, but they all have intensive color. And they are really chaotic in the room. And then I looked through them, and behind these triangles, I saw a dark world. It was really, really dark and devil, böse. Evil. A really evil world. Bad, bad, bad. And for me, it makes me fear to see this, to feel this, to experience this. But much more fear was that I must see and recognize I was a part of this evil world. And then I say very clear,
but without any arrogance. No, I don't belong to this world. Then this picture goes away and I wake up. And then I got the inspiration, no, somebody says it to me per telepathy. I should put the picture of God on a chair and sit nearby this chair that I can see to this picture and pray to God our göttliche Botschaft, divine message. I do this, and then it was wonderful. From the eyes of God, there comes so much energy, there comes so much love, there comes so much warmness, and there comes a lot of informations. And God was so near, I never have the experience before. And yes, I must cry then. But the most important thing afterwards, which I recognize, is that a sea of sadness, a big ocean of sadness, that this ocean was gone, really gone away. I have had this ocean since 30 years. And I always before had the feeling when I come in contact with this ocean, you can find me in the psychiatry. And now everything is gone. And I always must say thank you, God, and thank you, God's heart. So. Okay. Okay. Ich bin da. So. So. Ich würde. Zai, du siehst so erleichtert aus. Nee, ich bin leichter jetzt. Schön. Ich möchte nochmal an den Punkt anknüpfen, und zwar die Bedeutung der Ehe für Jesus. Ich habe das heute Morgen so verstanden, dass Jesus eigentlich kein Befürworter der Ehe ist, weil er sagt, letztendlich, das stört nur meine Liebesbeziehung zum Vater oder zu Gott. So, jetzt ist die Frage, wie hat Jesus gelebt? Du hast uns mal erzählt, dass Jesus drei Beziehungen oder drei Ehen, ich weiß es nicht, wie man es bezeichnen soll, hatte. Yes. Unter anderem eine mit Maria Magdalena, und du hast noch eine weitere und eine dritte Frau benannt. Ja. Du hast auch gesagt, dass aus zwei Beziehungen auch Kinder hervorgegangen sind. Ja. Und du hast, glaube ich, auch gesagt, dass diese Blutlinie bis heute noch bestehen. In Franz und Kashmir. Ja, und da ist für mich ein gewisser Widerspruch. Auf der einen Seite, nein, keine Beziehung, und doch gelebt mehrere Beziehungen mit Kindern. Das ist richtig. Kannst du den Widerspruch auflösen? Englisch ist es. Im Englischen. Er fragt. He's asking. In Jesus, you said Jesus is not, or Jesus, let's say Jesus is opposing marriage. He's saying that this is not right. At the same time, Jesus had three relationship himself. He had children. And so this is one conflict. Yes. Yeah. Antwort? Antwort. Du willst Antwort? Yeah, okay. When he was active for the will of God. Als aktiv für den Willen Gottes war. God was with him. Da war Gott mit ihm. He was not missing things. Da hat er nichts vermisst. After mission destroyed. Und nachdem seine Mission zerstört war. God was gone. Da war Gott weg. He was very lonely. Da war er sehr einsam. Because of this human loneliness. Und wegen dieser menschlichen Einsamkeit. He needs somebody. Da braucht er jemanden.
But this was a time before with God and after. Da musst du diesen zeitlichen Kontext sehen. Vorher mit Gott und später. And one thing more. Und noch was. If his mission will be succeeded, hätte seine Mission Erfolg gehabt, I'm sure God will find somebody who he could be married. Da bin ich mir sehr sicher, dass er Gott jemanden gefunden hätte, den er heiraten hätte können. Our book is saying, unser Buch sagt, das Foto, finally, in 40 years later, there's a daughter of this room. Später, 40 Jahre später, hätte Jesus unter Umständen die Tochter von diesem römischen Kaiser hätte heiraten können. So God wanted. Gott wollte das sogar. In the end he get dass er am Ende Jesus findet. He get family. And he get children. Und dass er Kinder bekommt. But these children would be aber diese Kinder wären God-centered. Gott-zentriert. Other was not God-centered. Die anderen waren nicht Gott-zentriert. That's why they left Jesus. Und deswegen haben sie Jesus verlassen. So there are two time periods. Das sind zwei Zeitperioden. Okay. Okay. Darf ich noch eine Anschlussfrage bitte, stellen? Bitte. Das heißt, es stimmt das alte deutsche Sprichwort, das besagt, auf jeden Topf passt ein Deckel. Hm. Richtig? Hartmut fragt für sich selber. Hartmut fragt, findet er auch noch jemanden? Ja, ich meine, für euch ist das ja auch, für euch ist das ja auch mitentscheidend, stimmt. Für die Jungs. Stimmt. Ja, stimmt. Dann wurde eben noch mal die Familie etwas runtergestellt und es ging auch um die Kinder und sich um die Kinder kümmern. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn die Kinder nicht gewertschätzt werden und der Vater sowohl als auch die Mutter sich um die Kinder kümmern, dann läuft man auch Gefahr, dass die Lehre, die ja die Eltern auch gelebt haben, die muss ja irgendwie weitergegeben werden an die nachfolgenden Generationen. Also müssen wir uns auch um die Kinder, um unsere Kinder auch kümmern. Und ich glaube auch, dass das Einsatz von Vater und Mutter erfordert. Ja, darf ich kurz darauf antworten? Ja. Hartmut, was wir damit vorhin sagen wollten, es ging darum, ein bisschen die Wünsche rauszukitzeln. Was will man denn alles vom Partner? Kinder, dann soll er noch arbeiten, er soll viel Geld verdienen, er soll hier das machen, dann noch zweimal im Monat Urlaub, dann wollen wir noch das, dann neues Auto. Es ging darum, wohin soll die Zeit reinfließen? Wer steht an erster Stelle? Und das war, was dann veranschaulicht werden sollte. Okay. Gut. Ask me question, I am now free. Okay. Aber ich nicht mehr. Okay, ne. Nee, das passt. What is? Okay. So if you don't have question? Wenn ihr keine Fragen mehr habt. Because don't accuse me life after death that he did not give answer for our question. Beschuldigt mich here. Also im Leben nach dem Tod nicht, dass ich nicht eure Fragen beantworte. I'm here, ask me. Ich bin hier, fragt mich. Ask me, ask me, ask me. Frag mich, frag mich, frag mich. Yes. Am besten nach der Mittagspause. Okay, you don't have a question. Yes. Okay. Hallo, yeah. I thank you so much. But really, I concerning this topic about Jesus, I really have a lot of questions about it, about that topic of Jesus, because we know, for me myself, a little bit louder, because I did theology, whereby I read so hard to this point, and accordingly to what I learned and what I know, Jesus, he was born without any earthly father. Not true. That is the Bible. And God confirms it in the time of baptism.
that this one is my son. The same time the Bible speaks, says, make a question short. So my question is, who was the father of Jesus on earth? Yes. And another question, what was the big role? What was the big work of Christ Jesus on this earth? But first, I need to know, who was the father of Jesus? Okay, good. Seine erste Frage ist, wer ist der Vater von Jesus? Yes. How much you read Bible actually? Wie sehr hast du die Bibel gelesen? How much? Please. How many times you read Bible? Wie oft hast du die Bibel gelesen? I read it every time. Every time. Every time. Jedes Tag. Okay. Every time. I got it. Yes, okay. Please. Give it back. Give it zurück. She was engaged with Joseph. Maria, die Mutter von Jesus, war verlobt mit Josef. Yes. While she was verlobt, engaged. Während sie verlobt war. Bible says she went to see Elizabeth. Da steht in der Bibel geschrieben, Maria ist losgegangen, um Elisabeth zu treffen. When she entered to Elizabeth. Und als sie dann zu Elisabeth gegangen ist und dort für eine Zeit eingezogen ist. What Elizabeth say? Was hat Elisabeth gesagt? Because you read many times Bible. Denn du hast viele Male die Bibel gelesen. What Elizabeth say? Was hat Elisabeth gesagt? When Mary came to Elizabeth, because at that moment Elizabeth, she was also pregnant, the pregnancy of John. What she say? Was hat sie gesagt? What Elizabeth said to Mary? When you came to me, when we met each other, my child, our children's, got up and... Right. You got the point. Yes. Was den Punkt. Yeah, give the back. She says, very good. She said, when she saw Maria. Elisabeth sagte, als sie Maria gesehen hat. The moment you came. In dem Moment, in dem du kommst. My child started moving in my stomach. Hat sich mein Kind in meinem Bauch bewegt. Bless you are that is happening to my child. Gesegnet bist du, dass das mit meinem Kind passiert. Okay. Okay. So far you understood. Yeah? Soweit hast du es verstanden, oder? Now, Elizabeth gave one message to Maria. This is not in the Bible. Und es gab Elisabeth aber Maria noch eine Nachricht, die steht nicht in der Bibel. Was? Ja. The way my child moved. So wie sich mein Kind bewegt. Your child will gonna be moved too, actually. Wird sich auch dein Kind bewegen. Yes? Now I ask you a question. Jetzt frage ich dich, die Frage. It is possible, it's possible. Ist es biologisch möglich? First time I sleep and then she is pregnant. Dass ich mit einer Frau zum ersten Mal schlafe und dass sie dann direkt schwanger ist. It's possible. Das ist möglich. But mostly need time. Aber wenn wir mal ehrlich sind, braucht es meistens mehrere Anläufe. Now my question is. Und jetzt ist meine Frage. Why she was there 3 months with Elizabeth and with Zachariah, 3 months when she was flown with Joseph? Warum war Maria 3 Monate lang bei Elisabeth und Zacharias, wenn sie doch eigentlich mit Joseph verlobt war? Ja. 3 months. 3 Monate. Mostly one time pregnancy is very less chance. Meistens bei einmal ist eine Schwangerschaft sehr unwahrscheinlich. Yes. So after 3 months she got pregnant. Nach 3 Monaten wurde sie schwanger. 3 months she staying there. 3 Monate ist sie dort geblieben. But I tell you. Ich sage dir. Maria and Zacharias have relationship before. Maria und Zacharias hatten sogar vorher schon eine Beziehung. I tell you. Das sage ich dir. When the
law of Old Testament. Und wenn das Gesetz des Alten Testamentes don't allow girl to serve the church. Es nicht erlaubt hatte, dass Frauen in einer Kirche dienen dürfen. Yes. The mother of Maria say, da hat die Mutter von Maria gesagt zu Zacharias, I wanted to give my son to give service to old temple. Die sagte, ich möchte, dass mein Sohn diesem alten Tempel dient. But this is a girl. Aber das ist ein Mädchen. My motivation was boy. Meine Motivation war es, einen Jungen zu bekommen. So what shall I do? Was soll ich also tun? Now, here Bible bridges are missing. Und hier fehlen die Brücken in der Bibel. How long? Wie lange? 100 years. 100 Jahre? 200 years. 200 Jahre? 2000 years until I came. 2000 Jahre, bis ich gekommen bin. Yes. Now, whole story is complete. Und jetzt wird die ganze Geschichte vollendet. And I'm responsible. Und ich bin dafür verantwortlich. If I lie name of the God, wenn ich im Namen von Gott lüge, God will take care of me. Dann wird sich Gott um mich kümmern. Jesus told me. Jesus hat es mir gesagt. Zachariah told me. Zacharias hat es mir gesagt. In spiritual world. In der geistigen Welt. Elisabeth told me. Elisabeth hat es ihm gesagt. So I have to write down. Und deswegen habe ich es aufgeschrieben. How long Zachariah says, I will pray because we don't take a girl. Ja, da fehlt ein bisschen der Zusammenhang. We don't take a woman, girl. Wir nehmen kein Mädchen, sagte Zacharias. But when he prayed, aber als er gebetet hat, Holy Spirit came. Da kam der Heilige Geist. Who is the Holy Spirit? Wer ist der Heilige Geist? When Zarai was praying, als Zacharias betete, Angel came. Da kam die Engel zu ihm and say not to speak to people. Und sie sprachen zu ihm, spreche nicht mit den Leuten. Angel. Das haben die Engel gesagt. Angel was there. Die Engel waren dort. And this was the Holy Spirit. Und das war der Heilige Geist. Yes. So how long she was living with the Zarai? Und wie lange hat sie mit Zacharias zusammengelebt dann? 12 Jahre lang. With Zacharias. Mit Zacharias. And Zacharias was in love with her. Und Zacharias hat sich in sie verliebt. There are so many stories which Maria say to Zacharias. Und es gibt so viele Geschichten, die Maria zu Zacharias gesagt hat. And to Elizabeth. Und zu Elisabeth. God don't want me I marry. Gott will nicht, dass ich verheiratet werde. God want me I marry with you. Gott möchte, dass ich dich heirate. Because of this confrontation. Und wegen dieser Konfrontation. Mother took the daughter away. Hat die Mutter die Tochter dort weggenommen, also weg. Maria. Took it. But when she became 18. Aber als sie 18 wurde. Maria go back. Ist Maria zurückgegangen. And reminding Elizabeth. Und hat Elisabeth daran erinnert. And Elisabeth reminding her. Und Elisabeth hat sie daran erinnert. My child is moving. He is the one who gonna open the way for Lord. Mein Kind bewegt sich. Er ist derjenige, der die Türen des Herrn öffnen wird. And your child. Und dein Kind. It will be the Messiah. Wird der Messias sein. Now, how many children Joseph had with Maria? Und wie viele Kinder hatte Joseph mit Maria dann am Ende? Acht. Not one believing Jesus. Aber kein einziges hat an Jesus geglaubt. Not one. Nicht eins. Through Zacharias. Durch Zacharias. Okay. Seed. Samen. She got pregnant. Wurde sie schwanger. Now there are two things. Und jetzt sind da zwei Sachen. Holy Spirit, this angel say. Der Heilige Geist, das sagte der Engel. Both. Beide. Not to tell nobody. Sagten zu Zacharias, sag das niemanden. Maria kept promise. Und Maria hat ihr Versprechen gehalten. But who spoke? Aber wer hat gesprochen? Zacharias. And where they kill him then? Und wo haben sie ihn dann umgebracht?
where they sacrificed the animals. Am Opfertempel, wo sie Why auch die Tiere opfern. Zaria? For what? Für was haben sie Zarias getötet? He was so very famous. Aber auch sehr bekannt. Kahin. Prophet. Why they kill him? Warum haben sie ihn umgebracht? He verrat. Weil er es verraten hat. To his priester. Den anderen Priester. Good friend. Guten Freund. Kannst du mir was sagen? Nee, das... Give me my word, that is. Du verstehst. Also, ja, hier. Das ist alle. Ja, okay. Oder, ja, noch ein bisschen. Das ist okay. Why they kill Zariah this place? Wie sollen sie Zarias an diesem Ort umgebracht? Where they kill the animals. Wo sie die Tiere töten. Did you came to know through Bible? Hast du es durch die Bibel erfahren? What the Bible say? Was hat die Bibel gesagt? What reason Bible gave? Was für einen Grund hat die Bibel gegeben? Yes. How he died? No, why they kill him where they sacrifice the animal. The Bible give reason? Why? Warum? So, accordingly to the Bible. Yes. Because the Bible speaks about Zachariah for a while when he was a priest. And I'm asking reason. He's asking, why did they kill him there? It is not in Bible. Das ist nicht in der Bibel. It is not there. That's why I'm here. Und deswegen bin ich it hier. It is not there. That's why I'm here. Deswegen bin ich hier. I'm giving you 2000 years later. Ich gebe dir 2000 Jahre später. If God would not tell me, I would not tell. Und hätte Gott es mir nicht gesagt, würde ich es auch nicht sagen. If Jesus would speak, I would not believe. Und hätte Jesus mir das gesagt, ich hätte ihm nicht geglaubt. Zariah would believe, tell me I don't believe. Und wenn Zarias mir gesagt, ich hätte es ihm auch nicht geglaubt. Elisabeth also. Elisabeth auch nicht. Because God said. Weil Gott sagt. Then I believe. Dann ist das passiert. Yes. So what will be happen now? Was passiert jetzt? In future they find out Jesus has father and Jesus has mother. In Zukunft werden die Leute herausfinden, dass Jesus einen Vater und eine Mutter hatte. What will be? Was wird dann sein? This whole building that Jesus is God will fall. Das ganze Kartenhaus, das Jesus Gott ist, wird in sich zusammenbrechen. You see that? Siehst du das? The only that Jesus is God. This concept is gone. Und dieses Konzept, dass Jesus Gott ist, wird verschwinden. You see that? Siehst du das? Now if you say Jesus was the son. Und wenn du jetzt sagst, Jesus war der Sohn. I can show you in the Bible 1000 places God call other people also son. Dann kann ich der Bibel 1000 Stellen zeigen, dem Gott auch andere Leute Sohn nannte. God called David his lovely son. Gott nannte auch David seinen lieblichen Sohn. God say about Henoch. Sagte Gott auch über Henoch. Even Bible say he did not die. Und er sagt, steht auch in der Bibel, dass er nicht gestorben ist. He went to heaven. Er ist direkt If in den Himmel you gegangen. Ask me, I can show you 100 places where what God was calling Israelites, you are my son. Und wenn du mir das sagst, dann werde ich dir 100 Stellen geben in der Bibel, wo Gott die Israeliten seine Söhne genannt hat. Yes, is it okay to talk, please? Please? I continue? Yeah, we are okay. ask question. Yes, okay. So we can be a little bit, okay. The darkness go away, because you know Bible. Okay. The major point, because I just want to know, because that is where the foundation is. These are almost 66 books which were written in yes. that Bible. One was taken out, that is the book of Enoch. So, the foundation of all of... Was war denn sein? Also er hat erklärt, naja, also die Israeliten, also die Juden, die warten ja immer noch, weil in der Tora steht ja geschrieben im Alten Testament, es wird jemand kommen, der Erlöser kommt, da kommt Dings zurück, Elia kommt zurück und so weiter und so fort.
und die stimmen mit dem Christentum nicht überein, dass es Johannes der Täufer und Jesus waren. Diesen Streit gibt es. Okay. But what is the question? Because you only explained. I understand. Yes. The question was, who is the father of Jesus? Yes. First you get a half answer, because then make a sense. Yeah. Okay. Yes. Zachariah ist die Vater of Jesus. No, but I want to give other half answer. Ich möchte auch die andere halbe Antwort geben. I want to talk to you. The Israelis still waiting for Elijah. Die Israelis warten immer noch auf Elia. Jerusalem. Ja, im Jerusalem. They are still waiting. Sie warten immer noch. And Jesus was saying 2000 years ago. Und Jesus sagte schon vor 2000 Jahren. Elijah already came. Elia ist bereits gekommen. So who is lying, who telling the truth? Wer lügt und wer sagt die Wahrheit? I ask you. Das frage ich dich. They are still waiting. Sie warten immer noch. Their Elijah did not came, their Messiah did not came. Der Elias ist nicht gekommen, der Messias ist nicht gekommen. And Jesus was saying 2000 years ago. Und Jesus sagte vor 2000 Jahren. Elijah came already. Elias ist bereits gekommen. Elijah's spirit is working with John the Baptist. Und Elias Geist arbeitet mit Johannes dem Täufer. So who is wrong? Jesus or Jewish? Wer liegt also falsch, Jesus oder die Juden? First you give me this answer. Gib du mir die Antwort. Ja oder nein? It's a simple question. Ja oder nein? Wer hat recht, die Juden oder Jesus? Who's right? The Jewish? Jewish are still waiting in the Jerusalem, and they are praying, Elijah, when comes to? You okay? They are still waiting for Elijah. And Jesus said 2000 years ago, Elijah already came. So who is telling the truth, Jesus or Israel? Jesus is telling the truth. Yes. Then whole Bible is wrong. Whole Bible is wrong. Because Bible saying that Elijah will come this way. Weil wenn Jesus die Wahrheit sagt, dann ist die gesamte Bibel falsch, weil die Bibel sagt, Elia kommt in einer Kutsche vom Himmel herabgefahren. Yes. So now tell me, Bible is wrong or Jesus is wrong? Also sag mir, liegt die Bibel falsch oder liegt Jesus falsch? Old Testament. Wer lag falsch? Das gesamte Alte Testament mit all ihren Propheten oder Jesus? Because all prophets, weil alle Propheten, 900 years ago before Jesus, 900 Jahre bevor Jesus kam, Elijah went in the Kutsche in heaven. Da ging Elia mit der Kutsche in den Himmel. And they said, that's the way he gonna come, then we will believe. Und sie sagen, und so wird er auch wieder zurückkommen, nur dann können wir das glauben. And Jesus said, no. Und Jesus sagte, nein. So, prophet telling the truth, or Jesus telling the truth, you tell me. Also, wer sagt jetzt die Wahrheit, die Propheten oder Jesus? I wanna know, yes and no. It's more... Jesus was telling the truth. Jesus telling truth. Yes. Then prophet is not telling the truth in Old Testament. Und wenn Jesus die Wahrheit sagt, dann sagen die Propheten im Alten Testament nicht die Wahrheit. Because then Bible is wrong. Weil dann liegt die Bibel falsch. And Jesus is right. Und Jesus hat recht. Because Jesus said nobody will come like this. Und dann sagt Jesus, weil niemand wird so kommen. How Jesus? Okay, no, I wanna ask you first. Ich möchte dich zuerst fragen. All line prophets saying, that's the way. Und dann sind alle Propheten, die gesagt haben, so kommt der Lügner. Lügner? Lying, Lügen. Nein, that's the way a liar will come. Sie sagen, so wird Elia kommen. Not a Lügner. You said lying. Ja, er meinte Elia. Elia. Falsch verstanden. Das klingt ähnlich, Elia und Lying. That's what Bible says, that's what prophets say. Das ist, was die Bibel sagt, das ist, was die Propheten sagen. And even saying in that they will be, angel will make a trumpet. Und sie sagen, dass die Engel Trompeten und Trommeln spielen. And then Elijah will come. Und dann wird Elia kommen.
then he will prepare for the Lord. Und dann wird er den Weg für den Lord vorbereiten. Bible is wrong, prophet is wrong, and Jesus said no, that's the way it will not come. Then Jesus saying Bible is wrong, und wenn, prophet is wrong. Und dann, who shall we believe? First you give me this answer, then we go further. Und Jesus sagt, so ist es nicht. Okay. First give me this answer. So, because Jesus explained that part, it is the same question when you asked me here. And you told me, Ronald, why Jesus was speaking in riddles, in stories. You asked me that question. It is the same point. And here Jesus said he was speaking about Elijah as a spirit. Yes, Elijah went ahead. He went. Yeah, but then Bible is wrong. Bible is waiting the way Elijah went, kuche. That's the way he come. And Jesus say he will not return back. Then Bible is wrong, prophet is wrong. Es ist ein inhärenter Widerspruch. Die Bibel besteht ja aus dem Alten und dem Neuen Testament. And they ask him, where is Elijah? And he say he's already here. He's already here, his spirit is with John the Baptist. Now question is, second question come now. Yes, die zweite Frage kommt jetzt. John the Baptist say, Elijah is not working with me. Johannes der Täufer sagt, er arbeitet nicht mit mir. Jesus say he's working with you, who is lying? Jesus sagt, arbeitet mit dir. First you give me answers, yes and no, make one person guilty. Mach einen zum Schuldigen, wer ist der Schuldige? Jesus was right, right. In every then word John he said. Then John the Baptist is wrong. False. If wrong. Jesus is right, then John the Baptist is wrong. And all. Very good. Yeah. Very good answer. Sehr gute Antwort. Now prophet and Bible is right or Jesus is right? Und jetzt, give me this answer. Und jetzt ist die Frage, wer hat recht? Because the this is in two points. It is the same what our Papa teaches us most of the time. Mm-hmm. He speaks of three things which I have recognized because I read his book and I hear what he preaches. He preaches in three things, the physical being, the spiritual being, and the mind. He preaches three things. No, I'm not preaching. No. I'm revealing of a bottom. Yes. Preaching is you, a priest preach. Mullah preach, okay? I'm not a preaching. I'm revealing what please, God says. I'm sorry, but I have to ask my papa a lot of questions. Mm-hmm. It is in me, and he has to answer. Yes. So I'm sorry for the time. So now... sometimes when you are talking to us in seminars, what I came to understand, for me to understand you well, I have to set my mind open. Because sometimes you can speak and somebody get lost on the track until when you say the meaning of the word that you have been saying and we come back. Mm-hmm. And when you came here, it is the same point. You asked me something which is Eden. So the point is hidden, something hidden. Which is inside so much. And you asked me, Ronald, have you got it? Then I said, I need to get it more, what yes. You told me. Yes. So it is the same point because it is true. Elijah was a great prophet on earth here. He was really so strong and great prophet. And he was blessed that he was taken as he was. But still at the same point, people's mind, when Jesus came in, and whatever, when he came in his people, in us, me, because I came to you when I'm a Christian, right? Yeah. What is your question? I didn't know. So my point is, yeah, point I want. My point is, whatever Jesus said, he was right. Because everything that he spoke, he had an explanation down. These apostles used to ask him, what do you mean? He said, this is the meaning of everything. There are those to understand and there are those not to understand it. Who Jesus said? That's what Jesus said. To who?
He was speaking to apostles, to these followers. He said to them, yes. And he explained who is Elijah. Mm-hmm. No, he said to John the Baptist too. Yeah. Not only his person. Yeah, then Jewish went to there, yes, and they make a confrontation with him. Mm-hmm. So, the truth is, for me, according to, because I read, as I read your book, and please, I'm about to come, if you, we shall talk about yes, my papa's book, because I'm reading every time. My point is, Papa, that Jesus was right, but the point was in explanation and the meaning of every hidden word. I ask you one question. Yes. Simple Papa. Question. Yes, Papa. Why Jesus say God left me? What was the reason? On the cross, right? Yes. He said, I did not say. Yeah, he said it. Why have you forsaken me? Oh, Father, Eli. Eli lama sabachthani, yes. Yes. Why? Give me one reason why God left him there. Because finish it. Yes, because the sins of the world was on him, and God hate what we call a sin. Why God left? I'm not saying the world was inside or outside. Why God left him? I want to know the answer. The point was. If you don't have an answer, I give you. The sins of the world was upon him. Okay, doesn't matter, but why God left him? Sin was appointed him or other. Why God left him? Because of the sins of the world. God did not left him sin. No, he's saying God cannot be one with sin. When Jesus take on sin, God has to be gone. So otherwise this wouldn't work out with this whole crucifixion. Now there's the other question. If God left him because of sin, Jesus was carrying many years the sin of mankind. Why God did not left? Als Gott ihn verlassen hat wegen den Sünden. Jesus hatte aber die Sünden viele Jahre schon vorher auf sich. Das steht in der Bibel. Warum hat er ihn dann nicht schon direkt verlassen? Why God did not left him? Warum hat er ihn erst bei der Kreuzigung verlassen? Because from he had a sin before too. He had sins already before. Jesus, already many times. Jesus never sinned. He never had a sin. Nine mankind sin. Yeah, mankind sin. Why God did not left him before? Warum hat Gott ihn dann nicht vorher verlassen? Because why in the end? Because behind it was a law. Everything was under the law. Nine, that's not true. I'm asking you question one again. Yes, Papa. He was many years carrying the sin of mankind. Yes. One sin he carrying, God should leave him. Jesus hat für viele Jahre nach der Bibel die Sünden der Menschheit getragen. According to your belief, ne? Und Wenn das so wäre und Gott unvereinbar mit Sünden ist, ja, dann hätte Gott mit der ersten Sünde Jesus verlassen müssen. Why in the end? Jesus carried those sins not only at crucifixion but before. Before. So, with the first sin that Jesus took on himself, God, should have left Jesus. Because God cannot be with sin. Sin. In under the logic of exactly. Christianity. God cannot be with sin. So this is the problem with all, with everything in Bible. It's a conflict. It's an and there's one more question. Und es ist noch eine weitere Frage. When Jesus started his mission, als Jesus seine Mission angefangen hat, did he say, "I came to carry your sin"? Hat er gesagt, ich bin gekommen, um eure Sünden zu tragen? What he say? The prophets were already said that. I want to know what he say. Was hat Jesus gesagt? Ganz bekannt. When he began his mission. Als er seine Mission angefangen hat. He should say very clear. Er hat das gesagt, repent. No, it just come later. When he started his mission. He would say, you have to kill me. I came to carry your sin. So finish it. Ja, als Jesus gekommen ist, hätte er sagen. What he said first. The word he said first, it was in the book of Isaiah, chapter number 61. When he stood up and he said,
I have come for the captive. Who said? He was Jesus himself. What, when he said? When he stood up, his first word to speak. What is it? Vielleicht wird jetzt Moses Zeit, weil das wird mir ein bisschen zu hoch mit der Bibel. Moses, can you translate? Of course. Because, brother, yes, it's theologisch. What you read Bible, this is also I have here. So you're not going to be zigzag with me, okay? You will not, maybe you can do somebody else, but not with me. Yeah. I will, okay, we will. So when I, maybe you understand better. When I ask him question, he has to give me answer. Can I mix? Please. Give this. You can give. Can you give just 1 minute? Yes. So everybody can. Yeah. Yes. I'm here, ich gehe nicht weg. Ich bin hier. Nach das kannst du. Ich komme jetzt von einer ganz anderen Seite. Es ist ja so, dass nach dem christlichen Glauben Jesus wirklich Mensch gewesen ist. Und in diesem Menschen war die Fülle Gottes. Und ich kann mir vorstellen, also das ist jetzt nur so eine Idee von mir, dass in diesem Fall, wo wirklich der Tod droht, dass der Mensch, in dem Gottes ganze Fülle ist, dass der Mensch in die Angst fällt. Ja, aber Frage was da nicht bedeuten würde, dass Gott nicht ja. in diesem Menschen ist. Okay, Frage ist, yes? Frage ist, soll ich nicht auf Englisch? Okay, ich nehme das, hat er Angst, so egal was. Aber die Frage ist, was Jesus spricht selber? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Jesus, ja. Wenn Jesus beginnt Mission, er hat er nicht gesagt, ich komme zu sterben. Er hat aber was anderes gesagt. Verstehst du, was ich meine? Wenn er beginnt, I don't know what you, he says, Jesus hat gesagt am Anfang seiner Mission. When was he sure that he came to die? He should tell. Also wenn es von Anfang an sicher war, dass Jesus sterben musste, dann hätte er am Anfang seiner Mission auch direkt verkünden können, dass er sterben muss. But he say, aber er sagte, I came to build the kingdom of God. Ich bin gekommen, das Königreich Gottes zu errichten. Kingdom of God. This was the mission of Jesus. Das Königreich Gottes zu errichten war die Mission von Jesus. And he asked help. Und er fragte auch nach Hilfe. Who? Und wen fragte er nach Hilfe? Jewish. Die Juden. Matthew? In Matthäus. 13 or 12. In 13 oder 12. He said, sagt er. O Pharisäer. O ihr Pharisäer. Und Schriftsteller. O ihr Schriftgelehrten. You close the door for the kingdom of God. Ihr verschließt die Tür zum Königreich Gottes. You are not coming. Ihr selber geht nicht hinein. And you block it. Aber ihr lasst auch nicht die hinein, die hineingehen wollen. No concept is to die on cross. Da gab es kein Konzept in seiner Rede davon, dass er ans Kreuz muss. Yes. He's saying, let me establish the kingdom of God. Denn er sagt, lass mich das Königreich Gottes errichten. And for who? Und für wen soll er es errichten, das Königreich Gottes? For Jewish? Für die Juden? No. Nein. Matthew saying for mankind. Matthäus sagt für die Menschheit. Mensch. So he's saying, help me. Und er sagt, hilf mir. So we build the world of God. Damit wir die Welt Gottes errichten. If Jesus saying this thing, und hätte Jesus das gesagt, I should help him to build the world of God,
Or shall I put him on the cross? I'm asking. Wenn er das sagt, soll ich ihnen dann helfen, die Welt Gottes zu errichten, oder soll ich ihn ans Kreuz nageln? Jesus saying, I help me. Jesus fragt nach Hilfe. Was macht ihr? Was macht ihr dann, wenn er nach Hilfe fragt? Dieser Vorrede. Help me. I want to build the world of God. Er sagt, kommt, ich möchte die Welt Gottes errichten. Nein, 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 nein. Nein, 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 sagt er. We will put you on the cross. Nee, wir werden dich töten am Kreuz. You think that's fair? Denkt ihr, das ist fair? And Jesaja. Und Jesaja. What he talking? Was sagt Jesaja in seiner Prophezeiung? Jesaja sagt, speak two different prophecies. Er spricht über zwei verschiedene Prophezeiungen. For that time there was waiting only one Messiah, and Jesaja speaking two prophecies. Damals hat man nur einen Messias erwartet, aber Jesaja hat zwei verschiedene Prophezeiungen gegeben. 11. In Jesaja 11. He talking. Ich glaube, the crucifixion of Jesus. Wird über die Kreuzigung Jesus gesprochen. 53, he talking about the kingdom of God. Und in 53 wird über das Königreich Gottes gesprochen. Same two prophecies for same Messiah. Zwei Prophezeiungen für denselben Messias, die gegeben werden. Aber warum ist das so? Yes. Let's say you are Messiah. Angenommen, du wärst der Messias. I says, Rebecca. You will build the kingdom of God. Und ich sage zu dir, du wirst das Königreich Gottes errichten. And same time I say, no, 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 you will not build the kingdom of God. Und gleichzeitig werde ich zu dir sagen, nein, du wirst das Königreich nicht errichten. You will go on the cross. Sondern du wirst sterben. That don't make understanding. Das ruft keinen logischen Sinn hervor. Two prophecy. Das sind zwei Prophezeiungen. We go to Adam. Und um die zu verstehen, müssen wir zu Adam zurückgehen. He was a Messiah too. Denn auch er wird der erste, wird Messias genannt. Because Christianity believe he was the first Messiah. Weil das Christentum glaubt nämlich, dass er der erste Messias ist. Why God saying to Adam to prophesy? Und warum sagt, warum gibt Gott dem Adam zwei Prophezeiungen? God saying. Denn Gott sagt. When you come this way, wenn du auf diesen Weg kommst, this is the way of light. Dann ist das der Weg des Lichts. When you go this way, aber Adam, wenn du den anderen Weg nimmst, this is the way of darkness. Dann ist das der Weg der Dunkelheit. So God giving choices. Und so gab ihm Gott die Wahl. Which way he chose? Welchen Weg hat Adam genommen? Other way. Den anderen Weg hat er genommen. Disobedience. Und zwar den Weg der Ungehorsam. Now Jesaja speaking same thing. Und Jesaja, der spricht genau das Gleiche. If chosen nation. Wenn die auserwählte Nation. Israelites. Und zwar der Israeliten. Welcome Jesus. Jesus willkommen heißt. Kingdom of God is there. Dann ist das Königreich Gottes da. But if they rejected him. Aber wenn sie ihn ablehnen. Then cross. Dann wartet das Kreuz auf ihn. Who will decide? Und wer wird das entscheiden? Chosen nation welcome him or they wird ihn die auserwählte Nation willkommen heißen? Jesus, no. Jesus, nein. They did not welcome him. Nein, sie haben ihn nicht willkommen geheißen. And look, Paul. Schaut. Paul. Paulus. Second letter of Corinthians. Im zweiten Brief der Korinther. He said to Jewish people, if you know the Lord of glory, hättet ihr den Herrn der Herrlichkeit wirklich gekannt, sagt Paulus. Paul saying, Paul. Im Korintherbrief. Because he talking all the time sin. Weil Paulus hatte die ganze Zeit von Sünde und so weiter geredet. Now a second letter. Und in diesem zweiten Brief steht geschrieben. Corinthians. Im Korintherbrief. If you know who Jesus was, hättet ihr gewusst, wer Jesus ist, you would not crucify him. Dann hättet ihr ihn auch nicht gekreuzigt. Wow. Wow. If you know the value of Jesus, würdet ihr den Wert Jesus kennen, that he came to build the kingdom of God, dass er gekommen ist, um das Königreich Gottes zu errichten, you would not crucify him. Dann hättet ihr ihn nicht gekreuzigt. So, crucifixion was not the will of God. Das heißt, die Kreuzigung war nicht der Wille Gottes. I ask you one question. Ich frage wen, die Frau Becker oder den Roman? Both. Euch beide.
Let's say you have a Kopfschmerzen. Angenommen, ihr habt Kopfschmerzen. Let's say Julian love you. Angenommen, der Julian liebt dich. And you have a headache. Und du hast Kopfschmerzen. And Julian take headache tablet. Der Julian, der nimmt für dich die Kopfschmerztabletten ein. That your headache is gone. Damit deine Kopfschmerzen weggehen. It will help you. Hilft dir das? It will help you. Hilft dir das? He loves you. Er liebt dich aus ganzem Herzen. He said, Mama, Mama. Und er sagt, Mama, Mama. You have a headache. Du hast Kopfschmerzen. But I take a tablet for you. Aber ich nehme die Tabletten für dich. That he loves me so much. Headache is away. Yeah. It means. Das bedeutet. Paul was angry. Paulus war damit einverstanden. That you crucify him. He came to build the kingdom of God. And if you know, you would not crucify him. Okay, we go a little bit behind. Das, ja. Das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Stephen. Stephanus. Stephanus, yes. No, not you. I'm talking Old Testament prophet. He said to Jewish. Er sagte zu den Juden. You evil devil. Ihr Teufel. You make a sin to put Jesus on cross. Ihr habt gesündigt, indem ihr Jesus ans Kreuz geschlagen habt. Who saying? Wer hat das gesagt? Stephanus. Stephanus sagte. Yes. And your ancestor also did this thing. Und auch eure Vorfahren haben das bereits getan. So he's saying, you evil devil, you crucified Jesus. That was a sin, actually. Und er hat gesagt, ihr Teufel, ihr habt damit eine große Sünde begangen. And Paul could not take it. He was a Saulus. Paulus, der damals noch Saulus war, der konnte diese Worte von Stephanus nicht ertragen. He made Stephanus naked. Er hat Stephanus nackt gemacht. Take the clothes. Hat die Kleider vom Leib gerissen. And same Paul, who became Paul, Saulus, he said, kill him, actually. Und der gleiche Saulus, der dann später zu Paulus wurde und das Christentum angetrieben hat, hat zu den Leuten dort gesagt, tötet Stephanus. And they kill him. Und sie haben ihn getötet. Yes. So it means. Und das bedeutet. Stephanus, don't believe Jesus came to die on cross. Otherwise he would say, oh, you did a good job, actually. Stephanus selbst hat nicht geglaubt, dass Jesus gekommen ist, um zu sterben am Kreuz. Sonst hätte er doch gesagt zu Paulus und den Juden dort, das ist eine super Aktion, die ihr gemacht habt. Yes. He calling them evil. You evil devil, you killed Jesus. And your ancestors are not better than you. Er hat doch gesagt, Stephanus selbst, ihr habt Jesus umgebracht und eure Vorfahren waren selbst nicht besser, weil die haben auch schon die Propheten umgebracht. That's the Bible. Und das steht in der Bibel. One thing left. Nur eine Sache ist noch übrig. For the Christian. Für die Christen. Or for this Roland. Oder für Roland. God is a dead God or God still speak? Ist Gott ein toter Gott oder spricht Gott immer noch? Speaks, then 40 days, he will give you early answer. Dann musst du 40 Tage beten und Gott wird dir aber schon früher eine Antwort Father, geben. Und zwar sag in diesem Gebet, Vater, this man he calling, he is this Messiah which was a prophesy. Dieser Mann sagt von sich, dass er der Messias ist, von dem prophezeit wurde. Every night, wake up and ask answer. Und frag dann Gott nach einer Antwort. Und das machst du, indem du jede Nacht um 2 Uhr morgens aufstehst. First read God's Botschaft. Lies erst die göttliche Botschaft aus dem Ask Roten God. Buch. Frag Gott danach. In the name of God. Im Namen Gottes. God love. Im Namen von Gottes Liebe. And tell also Jesus, I want to have the answer. Und kannst ruhig in deinem Gebet auch sagen, Jesus, ich möchte die Antwort haben. Yes. Now look, Jesus is sitting here. Und jetzt schau, Jesus sitzt hier. But you cannot see Jesus. Aber du kannst Jesus nicht sehen. Yes, you see that? Seht ihr das? And he will come and he will give you the
true answer. Er wird kommen und er wird dir die wahre Antwort geben. You know why? Und weißt du wieso? Jesus cares about God, not about him. Weil Jesus sich um Gott kümmert, nicht um dich. Weil er sich nach Gott sehnt, nicht nach dir. You know what Jesus said? Weißt du, was Jesus sagen wird? I can go only there where my father visit. Jesus hat selbst gesagt, ich kann nur dorthin gehen, wo mein Vater auch, kann nur die Orte besuchen, die mein Vater auch besucht hat. And his father is working with me. Und sein Vater, also Gott, arbeitet mit mir. With me. Very simple. Ganz einfach. Now I give you one thing. Ich gebe dir jetzt eine Sache. So many thousand people. So viele Tausende von Menschen. They did not meet me. Die haben mich nicht getroffen persönlich. They read the book. Aber die haben mein Buch gelesen. They had a problem. Und sie hatten Probleme. Because Muslim have problem. Weil die Muslime haben Probleme damit. I told them same thing. Und ihnen habe ich das Gleiche gesagt. Oder nee, sie hatten persönliche Probleme mit dem Buch, weil das sind Muslime. Und auch ihnen habe ich gesagt, ask God with the name of God heart. Fragt Gott im Namen von Gottes Herz. God visited them. Und Gott hat sie dann besucht. Not one. Nicht nur einmal. One can lie, two can lie, three can lie. But einer kann lügen, zwei kann lügen, drei kann lügen. Not a thousand. Aber nicht tausende von Menschen. And they say God came to us. Und all diese tausende von Menschen haben gesagt, God came to us. Gott kam zu uns. We cannot hold Quran. Und sie sagten, jetzt können wir nicht mehr den Koran halten. God came to us. Denn Gott kam zu uns. So last thing is, die letzte Sache, die ich jetzt noch sagen möchte. I asked you a question, you didn't give me answer. Ich habe dir eine Frage gestellt und du hast mir keine Antwort gegeben. Bible say one thing. Die Bibel sagt eine Sache. Prophet say one thing. Die Propheten sagen eine Sache. And Jesus say other thing. Und Jesus sagte aber eine andere Sache. Prophet saying Elijah come this way. Die Propheten haben gesagt, Jesus, der Messias kommt vom Himmel herunter. Bible say too. Das sagt doch die Bibel. And Jesus said no. Und Jesus hat gesagt nein. That's the way nobody come. So kommt niemand. Simple answer was, Bible lie, Prophet lie or Jesus lie. I will ask you a simple answer. Question. Question. Yeah. Und ich stelle dir eine ganz normale, einfache Frage. Die Propheten aus der Bibel haben gesagt, Jesus kommt vom Himmel runter. Jesus hat gesagt, nein, da kommt kein Prophet runter. Who is wrong? Wer lügt? You see, that's very difficult for you. Siehst du, because you want to keep the Bible too. Weil du die Bibel wahr lassen möchtest. You don't want to. You want to keep respect for the prophet too. Weil du auch noch den Propheten Respekt zollst. But I'm very simple. Aber ich bin ganz einfach. I say, Jesus was right. Ich sag einfach, Jesus hatte recht. Prophet was wrong. Und die Propheten lagen falsch. Your Bible was wrong. Deine Bibel lag damit falsch. I have courage. Ich habe die Courage. Muslims say we're gonna kill you. Und die Muslime, die haben zu mir gesagt, wir werden dich umbringen. I said, doesn't matter. Ich habe gesagt, egal. But your Quran is wrong. Ich habe auch zu den Muslimen gesagt, euer Koran ist falsch. Who told you? Und sie fragt mich, wer hat dir das gesagt? Gott. Und ich habe gesagt, Gott. If God would not told you, do you think I'm mental sick to take this risk? Wenn Gott mir das wirklich nicht gesagt hätte, denkst du, ich bin so geistig krank, dass ich das selber mein Leben aufs Spiel setze. So, Mr. Roland. Mr. Roland. You today give me answer, yes and no, I'm asking you. Gib mir heute die Antwort, ja oder nein. Bible saying. Die Bibel sagt. That's the way. So kommt der Messias vom Jewish Himmel runter. Even today, Jewish und even today. Die Juden heute noch, ja. They say, that's the way come. Mit genau diesem gleichen Buch. Where is it written? Sagen, dass der Messias immer noch vom Himmel Where runterkommt. Where is it written? Wo steht das geschrieben? Bible. In der Bibel. And Jesus said no. Und Jesus sagt nein. And John the Baptist. Und Johannes der Täufer. He was reading this direction too. Der hat auch in diese Richtung geschaut. And Jesus said no. Und Jesus hat gesagt nein. Elias spirit is working with you. Elias Geist arbeitet mit dir. John the Baptist said, wo. Und Johannes der Täufer sagte, wo denn? I cannot see. Ich kann ihn nicht sehen. So who is a spiritual blind? Jesus or John the Baptist? First give me this answer. Wer ist jetzt geistig? Wer ist da geistig? Jesus was right in No, I'm asking you, who is a
spiritual blind. Yeah. Wer ist geistig blind? Johannes der Täufer oder Jesus? There was no any spiritual blind person, but the time. Brother. Yes. Brother, give me the correct answer. Jesus. Can you stop and translate, please? What he said? I didn't understand it. Sag mal, I'm asking you a question. I'm telling you. I say. No, please ask me. I only wanted to. Yes. To hear what in German what he said. Yes. War Johannes der Täufer blind oder war Jesus geistig blind? Weil Jesus hat gesagt. Hat er das gesagt? No. Nein. I asked him. Übersetzt haben, was er gesagt hat. He said nobody. He said nobody blind. Then Jesus said. Yeah, that's what I'm asking him. Because John the Baptist said. Johannes der Täufer hat nämlich gesagt, John the Baptist, Elijah's spirit is working with you. And John the Baptist said, where? Jesus hat zu Johannes dem Täufer gesagt, der Geist Elias arbeitet mit dir. He said, where? Und Johannes der Täufer hat gesagt, wo? So one has to be blind. Einer muss ja dann geistig blind sein. You cannot oder? Say both are not blind, both. Du kannst nicht sagen, beide sind nicht you blind oder blind. You must agree with me, who could see and who could not see. Give me correct answer. Okay, let me explain that, Papa. First you give me this answer, then explain. Yes, it is. You're spending me 10 hours. Yes. Both Jesus and the Sadducee and the Sadducees. Talking about Jesus and John the Baptist. Okay, and the John, because it was a question in people. Question? It yeah. was a question in Forget people. Forget the people. First, give me answer. But Jesus, if Jesus was a blind or John the Baptist was a blind, that's my answer. And then explain the Bible. First, give me please this answer. Every answer of Jesus was right. Okay, then John the Baptist was blind. He could not see Jesus. Finish. Then finish. Because he cannot see. Then Jesus was right, John the Baptist was blind. So, the Jewish is blind today, they are still waiting. Yes. Yes, they're waiting still. Yeah, they are still waiting. They say, because, honestly, we make a break here. Okay. And then we start again. Yeah? Bleibt mal eben noch 2 Minuten hier. Brother Roland, she say wait 2 minutes, she bringing John the Baptist.